Es war eine seltsame Ankündigung. Ja. Guten Tag. Sind wir etwa live? Hallo und herzlich willkommen. Wir sind der Gänse die Orts und das ist kein weiterer Abend unserer Pamera-Kampagne, sondern ein Special-Sonderprogramm, was wir ganz ausnahmsweise senden, weil die gute Arcadia 2 Sessions lang von der Gruppe getrennt war. Und wir jetzt herausfinden, was zur Hölle da passiert ist. Weil das ist gar nicht so irrelevant. Es ist im Gegenteil super wichtig. Aber bevor wir dazu kommen, erst einmal, wir sitzen hier im Institut für Wissenschaftsdialog der Technischen Hochschule OWL, die uns freundlicherweise die Räumlichkeiten für unser Studio zur Verfügung stellen. Das ist natürlich sehr nett von den Leuten. Und alle Musik und Sound, die ihr gerade hört, sind von unseren wirklich guten Freunden von Soundtail. So. Ich sitze hier auch nicht alleine. Aber fast. Aber fast. Denn heute bin ich nur begleitet von der wunderbaren Arcadia, schrägstrich Kathi. Hallo. Die sich der Herausforderung hier ganz alleine stellen muss. Die super gute Laune hat, aber auch Anxiety bis hier oben. Ja, gucken, ob das berechtigt ist. Und in der Technik ist der gute Timo, aber ansonsten sind wir hier auf uns allein gestellt. Das ist etwas, was wir vorher noch nie gemacht haben. On stream noch nicht. Das ist wahr. Noch nicht on stream. Aber in meiner Heimkampagne hatte ich schon mal Sessions mit einzelnen Charakteren. Ja, auch schon mit einem Charakter von Kathi. Und das, ja, willst du erzählen, wie das damals, also wie sehr ich vorher darüber Bescheid wusste, dass das passieren würde? Eventuell habe ich sie einfach mit Würfeln überfallen. Ja. 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 Das war wirklich einfach so ein normales Gespräch. Ach so, sind wir da jetzt fertig mit dem Thema? Ja. Also, Anis. Du erwachst in einer roten Wüste aus, was weiß ich, Schmerz, Hitze, Tod, Verzweiflung. Also nein, ich wusste heute, was passiert, aber ich weiß auch, wo es hingeht. Ich weiß gar nicht, warum alle immer denken, direkt nur, weil ich Leute einzeln mir rausschnappe, dass das direkt belastend werden sollte. Weil es so ist. Nein. Doch. Mhm. Ich habe nicht mal Konas Hand, die ich mir hier mit reinziehen kann. Das ist der einzig wahre Verlust von diesem ganzen Ding, dass du jetzt den Frühlingszirkel besuchen gehst. Ohne Kona. Unsere Fanfiction-Schreiber da draußen, und damit schließe ich dich auch ein, sind über alle Welten hinweg enttäuscht. Okay. Ich habe gar nicht so viel mehr, was ich ankündigen möchte. Ich kann auch den Leon kurz öffnen, das könnte hilfreich sein. Falls ich irgendwas würfeln oder... Vielleicht eventuell brauchst du deinen Charakter-Sheet. Ich habe auch Arcadias Charakter-Sheet, der auf dem Design von Kona ausgefüllt ist. Kannst sogar jetzt sehen, wie gut, dass ich aufgeräumt habe. Ansonsten, Leute, wir machen heute keine Pause, weil die Session wird jetzt bestimmt nicht 3,5 bis 4 Stunden gehen, wie ihr das sonst gewohnt seid. Solche Einzel-Sessions, mal gucken, wie lange wir heute machen, aber es wird nicht den ganzen Abend füllen. Nur so. So. Bist du ready? Nee. Perfekt. Dann steigen wir doch mal dort ein, wo du die Gruppe verlassen hast, und das war in den frühen Morgenstunden, ich glaube am 17. Tag der Saat, als du dich von Mika verabschiedest, die morgens wach geworden ist, auf Lucky sattelst und losreitest, genau in die andere Richtung, die Gruppe will. Die möchten weiter nach Osten. Du musst weiter nach Westen. Nee, andersrum. Die machen nach Westen, du musst es nach Osten. An Airtex vorbei. Und wir machen hier eine kleine Travel-Sequenz. Mhm. Während du nämlich wieder auf die Stadt zureitest, in der ihr gerade gesucht werdet. Problematisch. Hast du einen Plan oder hat Arcadia einen Plan, wo du langreiten möchtest? Durch den Wald. Okay. Nicht komplett durch die Stadt direkt? Das fände sie nicht so gut. Du weißt, um Airtex herum gab es nicht so viel Wald. Die meisten Bewaldungen davon waren westlich, wo ihr praktisch erst reingehen musstet. Ihr seid an Waldost vorbei, mhm, und dann in den Wald rein. Da zwischen Waldost und Airtex sind vor allen Dingen flachere Felder, die umgeben sind von kleinen Bächlein, die dann zusammenfließen um das Flussdelta von Airtex selbst. Sind die Bäche so... so klein, dass Lucky in vollem Sprung rüberspringen könnte. Easy. Und wenn ich da komplett Lucky halt rüber
pesen lasse, was glaubst du, wie lange, was glaube ich, wie lange würde ich brauchen, um einmal darüber zu kommen? Also Lucky ist ein Esel und kein Rennpferd. Ja. Aber in vollem Galopp, wenn ihr euch Mühe gebt, wie lange du brauchst, an Airtex vorbei zu sein, ist dann die Frage. Okay. Wenn du Glück hast und nirgendwo zwischendrin irgendwie mal einen Umweg machen musst, dann vermutlich ungefähr einen Tag. Ein Tag? Ah, ich habe in Stunden gerechnet. Das ist echt viel. Ihr seid auch eine Weile in die falsche Richtung gelaufen. Ja. Du bist fast einen ganzen Tag in die falsche Richtung gelaufen. Du musst erstmal die ganze Strecke wieder zurück und dann um Airtex herum. Und dann kommst du vielleicht abends auf der anderen Seite von Airtex irgendwo an. Du könntest natürlich nicht so einen riesen Umweg machen und versuchen, über das Flussdelta auszuweichen. Das meine ich, wenn ich durch das Flussdelta direkt durchgehe, wie lange dann im Fall? Ja, das ist praktisch ausweichen, weil du dann leicht südlich von Airtex praktisch so einen Bogen läufst. Wenn ich quasi direkt auf die Stadt zuhalte und nur so leicht abbiege und... Dann brauchst du vielleicht bis Mittag, Nachmittag, um an Airtex vorbeizukommen. Aber das ist natürlich das Risiko höher. Also 5 Stunden? 4 Stunden? 3 Stunden? Es sind die frühen Morgenstunden, du würdest vermutlich so 5 Stunden brauchen. Okay, dann würde ich das tun und ich weiß nicht, ob wir jetzt das einzeln durchspielen, sonst würde ich insgesamt 5-mal, 3-mal davon auf Level 3 und kann ich nicht. Okay, 5-mal Invisibility casten auf mich, weil das habe ich prepared. Und halt hoffen, dass ich das, was an Lucky dranhängt, mit unsichtbar bekomme als seine Satteltaschen. Also deine Ausrüstung wird unsichtbar, aber Lucky ist nicht deine Ausrüstung. Ja, ich meine sowas wie die Satteltaschen. Ach, selbst wenn, ich meine, es ist ein Esel, der on the run ist. Cast Invisibility auf mich selbst und... Halt es los. Okay. Dann würde ich dich bitten, einen Stealth-Wurf zu machen. Ach, mit Lucky Vorteil, weil ihr unsichtbar seid. Oder? Du bist unsichtbar. Lucky ist nicht unsichtbar. Also soll ich einen für mich mit Vorteil und einen für Lucky ohne? Nee, für Lucky versteckt sich ja nicht. Okay. Du machst erstmal einen Stealth-Wurf. Mit Vorteil, das ist Crooked. Okay. 18. Ich nehme einen anderen Würfel. Okay. Du bist auf dem Weg auf Airtex zu und du kommst irgendwann aus dem Wald raus, in den ihr reingegangen seid. Und du siehst auf der linken Seite von dir in der Entfernung Valdost und die großen im Himmel schwebenden Ballons, in denen so kleine Körbe unten dran befestigt waren. Die Alarmsirenen für die roten Sirenen über den Ballons sich immer noch drehen, aber keine Sirenen, die gerade heulen. Und trotzdem immer noch die Wachgolems, die dort weiterhin Ausschau halten. Vorteil von Wachgolems ist, dass die nicht schlafen müssen. Und die rund um die Uhr Polizeiarbeiten leisten können. Du hast nicht das Gefühl, dass du oder dass Lucky gesehen wurde oder dass, wenn ihr gesehen wurdet, sich jemand für euch interessiert. Du kommst an Waldorf erstmal ohne Probleme vorbei. Und dann reitest du mit Lucky auf Airtex zu, ein bisschen neben dem Pfaden durch das Flussdelta durch, als du in die Nähe von Airtex kommst. Denn die Landschaft da ist relativ sumpfig, flaches Gras. Und immer mal wieder bleibt Lucky so an einem der Bächlein stehen, um zu trinken. Und ein bisschen durchzuschnaufen. Lass ich ihn sogar natürlich wirken. Nicht dafür gemacht, so viel durchzusprinten. Das ist er nicht gewohnt. Hast du irgendwas, um ihm zu helfen, oder? Ja. Ja. Klar, klar. Mein lieber Esel. Ich würde... Ja, also immer wenn er Pause macht, würde ich einmal so, ich glaube, Bless casten, dass es ihm ein bisschen besser geht. Okay. Und es danach ihm eine Weile leichter fällt vielleicht. Nee, Bless hilft ihm auf jeden Fall. Okay. Dann mache ich mal 2-mal Bless weg. Ich verballere gerade das Bell. Ja. Wie lange hast du denn übrig? Wenn ich jetzt 5 Stunden Invisibility eintrage, habe ich noch 2 auf Stufe 1. Und
jeweils einen auf Stufe 3 und Stufe 4. Okay. Als du AirTags auf deiner linken Seite größer werden siehst und dann daran mit pochendem Herzen vorbeireitest und es dann in der Entfernung wieder hinter dir etwas kleiner wirkt. Du bist gerade auf einem Pfad unterwegs. So eine Art Trampelpfad, der zwischen den außenliegenden Höfen und Gebäuden, die um AirTags herum in der Landschaft verstreut sind, so ein paar von den Gebäuden miteinander verbindet. Und vor dir reitest du auf eine kleine Gruppe zu. Eine Ansammlung an verschiedenen Menschen, großen Humanoiden, die dort auf der Straße unterwegs sind. Sehen die aus wie Wachen? Mach mal ein Perception. Neun. Neun. Oh. Ab jetzt denken wir auch wieder daran, dass Arcadia Guidance hat. Das ist nur eins unter zehn. Also ich würde sagen, du würdest erkennen, dass die auf jeden Fall einheitlich aussehen. Aber ob das jetzt Wachen sind oder die Wachgolems sind, ist auf die Entfernung schwer zu erkennen. Okay, dann reite ich einfach zu. Okay, du reitest und einfach weiter drauf zu. Gucken. Während du das näher kommen siehst, siehst du tatsächlich, es ist eine kleine Gruppe an Humanoiden, so Menschen und Zwerge gemischt vor allen Dingen, die Farmutensilien da rumstehen und befragt werden von einer kleinen Gruppe an Wachgolems, die immer wieder so, haben Sie diese Person gesehen? Also Zettel ins Gesicht halten und die schütteln alle den Kopf und sie nehmen einen anderen Zettel. Haben Sie diese Person gesehen? Und zeigen ihnen einen anderen Zettel. Ich nehme an, die Personen auf diesem Suchplakat sind mir bekannt. Das ist auf die Entfernung schwer zu erkennen, aber du zählst eins und eins zusammen. Okay. Lucky entscheidet sich spontan, doch ein bisschen den Umweg zu reiten. Okay, wie unauffällig möchte das machen? Ist das einfach nur ein Esel, der mit Satteltaschen daran vorbeireitet, oder? Lucky bleibt kurz stehen und frisst ein bisschen Gras und dreht sich so einmal in halbe da lang. Und dann, wenn das nächste Mal sowas wie ein Rabenschrei oder irgendein Geräusch, was auch nur ein Ticken lauter als sonst was ist, erschreckt er sich und reitet weiter. Thaumaturgy macht einen Rabenschrei. Mach mal ein Animal Handling Check. Ob Lucky das versteht, was du von ihm willst. Oder nicht einfach nur hardcore verwirrt ist. Mit Vorteil, weil es mein Esel? Aber sicher doch. War eine 2 und eine 3. Schön. 8. Nein. Hier, 11. Okay. Lucky bleibt auf jeden Fall stehen, frisst so ein bisschen Gras. Die Wachgolems und dieses kleine Grüppchen lösen sich auf und die Golems kommen im Gleichschritt auf den Stückchen Weg zu, an dem Lucky so am Rand steht und Gras frisst. Und Lucky guckt hoch und man hört in der Entfernung ein von irgendeinem Rabe und Lucky so fängt einfach an wegzutraben in eine random Richtung. Ja. Die Golems duf, gucken ihm so hinterher. Finden das aber anscheinend nicht seltsam mit ihrer Insight. Gut. Und die Gruppe verlässt hinten langsam in stampfenden Schritten den akuten Gefahrenbereich um dich. Ein einfacher Esel unterwegs in den Feldern um Ertex. Ja. Auch die Bauern gucken so dem Esel hinterher, der so an ihnen vorbeitrabt. Willst du irgendwas machen? Ja. Das sind ja einfach Bauern, ne? Mhm. Also wahrscheinlich du hast männlich beschrieben? Zum Großteil männlich, aber jedenfalls männlich gelesene Personen. Okay. Ja. Einer der Männer hört, als wir gerade so 120 Fuß entfernt sind. Was wollten die Golems nochmal? Was ist? Was wird denen vorgeworfen? Deception. Da musst du täuschen. 20.
Nicht natural, aber 20. Noch nie so eine lange Liste gesehen, was? Und naja. Guckt sich zu einem der anderen um, der nur fragt, was? Hä, hey, was sagst du? Na, shit. Okay. Er hört nochmal, ja, immer diese Terroristen. Keine Antwort darauf. Okay. Die fangen an, sich untereinander zu unterhalten, was er schon wieder für seltsame Stimmen hört. Oh je, jetzt wird er verrückt und ins Klinik eingewiesen. Okay, wir reiten weiter. Mhm. Alles klar. Langsam lässt du AirTags hinter dir. Und hier würde ich ganz gerne eine kleine Sequenz einbauen, weil wir deine Backstory behandeln. Und das ist etwas, was in der großen Kampagne, also in den normalen Kampagnenfolgen selten vorkommt, weil da sind Sachen zu den Backstories der Charaktere ja häufig abgesprochen. Aber hier entdecken wir gerade so ein bisschen gemeinsam, wie das alles zu funktionieren hat. Die Zirkel der Abderin liegen versteckt, um vor neugierigen Blicken geschützt zu sein und dass solche Dinge nicht passieren, wie zum Beispiel deinem Zirkel passiert ist. Jedenfalls, dass das weniger der Fall ist als sonst. Hättest du Informationen dafür, ja, wie der Zirkel der Licentia, des Frühlingszirkels, versteckt liegt? Also ich hatte ja beim Sommerzirkel die Information, dass es sich um eine bestimmte Statue handelt, die ich finden muss, aber ich wusste nicht, wie die Statue zu öffnen ist. Das musste mir halt dann einfallen. Ja. Also würde ich sagen, dass ich so eine Art von Informationen habe, wo ich hin muss und woran ich erkenne, dass ich richtig bin, hätte ich halt auch. Wenn du mich gerade fragst, nach was ich suche. Nach was suchst du denn? Ah, klar. Ich suche nach einer Lichtung im Wald, auf der ganz klassisch Feenkreise mit einer bestimmten Art von Blume, nämlich einer, ich glaube, ich hatte gesagt, Kirschblüten. Wo Kirschblüten nicht an Bäumen hängen, sondern Kirschblüten auf dem Boden Feenkreise bilden. Da muss ich hin. Okay. Während du an AirTags vorbeireitest und vor dir das ausgiebige Flussdelta siehst, wo die kleinen Bächlein sich alle in zwei etwas größeren Bächen zusammenfließen. Es sind zwei. Die treffen sich dann später in einem großen Fluss, der Richtung Spalt fließt. Du siehst nur in der Entfernung einzelne Bäume, aber keinen richtigen dichten Wald. Dann würde ich gucken, ob es in diesem, ja, wenn da zwei Bächlein sind, würde ich gucken, ob vielleicht das irreführend ist und es einen Platz gibt quasi, der von den Bächlein vielleicht so umflossen wird oder sowas. Okay. Du gibst dich also so ein bisschen auf die Suche, ob du diese Kreise finden kannst. Ja. Weil ich weiß ja, dass ungefähr hier sein müsste. Okay, dann machst du einen Investigation-Check. Also in der die Gegend ab. Och, meine Würfel sind gerade, ich habe wieder eine 2. Ich brauche so dringend einen neuen Würfel, okay. 7. Gone. Du durchsuchst die umliegenden kleinen sumpfigen Gräser, aber du findest nichts dergleichen. Okay. Kann ich einen History-Check machen, ob ich wüsste, dass hier vor dem Götterkrieg oder wann anders mal ein History-Check oder ein Perception-Check, ob hier Wald mal war, der irgendwie, wo man irgendwie sieht, dass da noch Baumstämme im Boden sind oder in der Entfernung irgendwie so aussieht, als wäre mein Wald gewesen. Wenn, wäre das ein Nature-Check, okay, um jetzt die umgegende Landschaft zu untersuchen. Ich würde sagen, du hast ja schon Investigation geworfen, dementsprechend würde ich dich hier Nature werfen lassen. Und ja, Ella, wir brauchen einen Dice Jail. 15. Es ist nicht so, dass überall gerotete Baumstümpfe rumstehen würden. Aber mit dem, was du so zusammensammelst an den Informationen, an die du dich erinnern kannst, was hier sein sollte, laut der Geschichtsbücher, die du gelesen hast, und das, was du an der Natur wiedererkennen kannst, an Features im Terrain und ähnliches, denkst du dir, okay, vielleicht war hier tatsächlich mal mehr Wald. Okay. Vielleicht
jetzt ein bisschen sehr weit gegriffen, aber die sumpfigen Landschaften um dich herum bieten halt keinen so guten Halt für Wurzeln. Also große Bäume wachsen hier selten. Aber es gab eine bestimmte Art von Baum, die sich eigentlich ganz gut für so am Wasser eignet, was Weiden sind. Mhm. Und du meintest dich daran zu erinnern, dass um Ertex herum es ein paar praktisch größere Weidenwälder gab. Aber hier sind keine einzigen. Hm. Vielleicht war hier mal so ein kleines Wäldchen. Und Weiden würden Sinn ergeben. Die sind geschützt. Verstecken alles, ja. Lange herabhängenden Schleier an Ästen. Dann würde ich mich dahin begeben, wo ich, also einfach einen Platz, wo ich denke, okay, ab hier versuche ich es mal und würde Detect Magic casten und mich dann damit auf Lucky immer so ein bisschen hin und her mir irgendwo. Okay. Du. Als Ritual. Ja, ja. Du castest es als Ritual und du begibst dich so ein bisschen auf die Suche. Ertex hinter dir, die Stadt, nur noch eine große Mauer am Horizont. Und so leicht schräg links vor dir, wo die zwei Bäche zusammenfließen zu dem Fluss, siehst du ein großes Gebäude, gemacht aus messingfarbenen Metallverstrebungen, gefüllt mit gläsernen Fronten dazwischen, wie ein großes Gewächshaus oder ähnliches. Allerdings turmartig aufgebaut oder fast so wie so ein Silo mit einem oben rund zusammenlaufenden Dach und zwei, drei kleineren Gebäuden, die da drum herum stehen. Du hast einen starken, also es sieht sehr stark aus wie die Gebäude der magischen Akademie, die du in Ertex gesehen hast. Vielleicht gehört das irgendwie dazu. Du versuchst so ein bisschen Abstand zu halten oder traust du dich ran, weil wenn du jetzt hier die allgemeine Gegend absuchst, müsstest du da vermutlich wenigstens außer Sichtreichweite bleiben. Ich will schon mal gucken. Solange die Tech Magic läuft und wenn ich eine Falle spüre, würde ich halt mal stehen bleiben. Okay. Versuchst du es versteckt zu bleiben oder und schaust du dich einfach nur um hier in der Gegend? Ist meine Invisibility noch aktiv? Die würde jetzt irgendwann auslaufen, das wüsstest du auch. Du bist ja praktisch, du hast 5 Stunden gebraucht, so ein bisschen die Umwege zu finden, um Ertex herumzukommen. Wir haben da viel geskippt, aber es ist okay. Zeit vergangen. Ich würde erstmal an einem dieser Bäche nochmal stehen bleiben und quasi abwarten, dass Invisibility aufhört zu wirken, während ich... Du siehst irgendwann dein Spiegelbild im Wasser auftauchen. Ah jo. Oh, ich sehe mein Spiegelbild. Kurze Session, Akalia vergisst kurz, was sie eigentlich am machen war. So, fuck. Und wäscht sich kurz und kramt ihren Kamm raus und ist so, oh nein, so kann ich doch nicht in die Frühlingszirke gehen. Und vergisst auch einfach kurz, dass sie eigentlich von sich verstecken sollte und würde in ihre hübschen Klamotten schlüpfen und was essen und Lucky Essen geben, also eine Ration verbrauchen für beide. Und würde dann so, keine Ahnung, eine Viertelstunde später wieder einfallen. Okay, am Schnaufen, noch ausgepowert von der schnellen Reise. Dann würde ich so tun, als, also ich bin mich halt gerade am fertig machen und achte vielleicht peripher drauf, ob jemand auf mich zukommt. Mhm. Wenn in der Zeit nichts passiert. Das werden wir ausfinden. Würde ich dann wieder aufpassen. Okay. Was sind deine Passive Perception? Die ist nicht so schlecht. 15. Du siehst niemanden in den, also du siehst immer mal wieder kleine Grüppchen an Leuten, die so einige hundert Meter immer entfernt von dir so durch die Felder laufen oder Dinge. Du siehst, es ist relativ viel Verkehr zwischen der Stadt und diesem außenliegenden Gebäude. Hm. Also da sind immer mal wieder Leute, Grüppchen so an Leuten, die hin und her unterwegs sind mit kleinen Karren. Ja. Aber niemand, der per se jetzt auf dich zugerannt kommt. Ja, dann würde ich mit meinen hübschen Sachen, die ich anhab, mir dann noch eine meiner Sachen, die ich sonst so trage, ich weiß nicht, mein Hemd oder so, versuchen so als halbes Kopftuch um den Kopf zu legen, weil ich nichts an Disguise Self hätte. Und dann mich diesem Gebäude mal ein bisschen näher. Okay. Stealthy, Decepti, ich darf hier sein, mäßig. Wie nah willst du denn ran? Sondern, dass ich verstehe, was es ist. Ich lasse jetzt einfach mal deine 15 Perception weiter am Arbeiten, da musst du nicht so viel rollen. Während du da näher rangehst, du erkennst, dass das Gebäude von innen zur Hälfte gefüllt ist mit
großen Pflanzen, also wirklich eher wie so ein Gewächshaus oder so ein... ja. Und aber auf der anderen Seite siehst du, dass es so einen kleinen Anbau gibt, der dann so von diesem turmartigen Gebilde, wo große Pflanzen so fast hoch bis in den Siloturm reinwachsen, geht so ein kleiner Anbau weg. Und darin siehst du eine Anzahl an großen, gewaltigen Zahnrädern, die sich da drin drehen. Auch Messingfarben und verschiedenen. Es wirkt von innen ziemlich beschlagen, also du siehst so viel Dampf, der ausgestrahlt wird. Alles in weißen, so weißer, durchsichtiger, halbdurchsichtiger Dampf, der so diesen Teil von dem Gebäude füllt. Du siehst, dass immer wieder mal Leute rauskommen und so ein Schwall von diesem Dampf, wenn die Tür geöffnet wird und dann kommt so eine Person da durch, schließt hinter sich schnell der Dampf, verschwindet so in der Atmosphäre um sie herum. Während die sich dann meistens irgendwie abklopfen, sich irgendwie mit jemand anderem unterhalten häufig und dann aufgehen Richtung AirTex. Sehen die sauber aus, die Leute, die rauskommen? Ja, gepflegt auf jeden Fall. Also, sie wirken ähnlich wie die Magier, gegen die ihr in dem Turid-Labor angetreten seid. Also auch so hochrangig? Wenn nicht unbedingt hochrangig, auf jeden Fall keine hart arbeitende Bevölkerung. Also im Sinne von, die machen keine körperliche Arbeit. Was nicht heißt, dass sie nicht hart arbeiten. Kann ich noch ein bisschen näher an die ran? Also auf die Gefahr hin, dass sie mich erkennen. Ich will hören, was die reden. Willst du dich auf den... Auf Lucky sitzen! ...auf den Gebäudekomplex heranschleichen, oder? Nein, ich möchte auf den zulaufen, als dürfte ich da sein. Dann mach mal Probe auf Täuschung. Und mit Laufen meine ich auf Lucky sitzen. Du meinst es selbst, ne? Ja. 15. Wäre jetzt nicht on brand, wenn ich alleine keine Risiken eingehe, ne? Eben. Während du näher rankommst und dich einfach mal so über diesen Hof reitest, also es ist dieses große turmartige gläserne Gebäude und dieser gläserne Anbau und dann so zwei größere schuppenartige Gebäude drumherum. Du reitest mal auf den Hof drauf, guckst dir das alles an. So ein kleines Krüppchen von so drei Leuten kommt auf dich zu. Ein Gnom, den du noch nie gesehen hast. Oh nein, also jemand, den ich gesehen habe auch. Eine Magierin vermutlich, also eine lange Robengehülle mit weiße Roben mit so einem einzelnen roten Strich, der ja einmal so quer über den Oberkörper rübergeht. Ein Mensch mit Glatze allerdings und eine weitere Menschendame mit leicht bläulicher Haut und Glatze, die du schon mal gesehen hast, die einen großen Stab an ihrer Seite trägt mit einer roten, mit einer blau leuchtenden Kugel obendrauf. Das war eine von den Magierinnen, die gegen euch gekämpft haben im Labor. Hat die mich gesehen? Noch nicht. Okay, wie durch ein Wunder. Ja, Invisibility. Okay, du wirst einfach unsichtbar. Okay. Ja. Du wirst unsichtbar. Nach ungefähr 3 Sekunden, nachdem du das gemacht hast. Ich habe nur noch Space Levels auf Level 3 oder höher frei. Lucky wird mit mir invisible. Okay. Okay. Zwei von den Leuten bleiben abrupt stehen, während sie kurz weiterläuft und sich dann so zu ihren Kolleginnen umdreht. Und der Gnom so, hast du das gesehen? Oh no. Was? Oh no. Oh no. Ich dachte, da hast du, ja, ich bin mir auch. Und die Dame antwortet, ja, ich bin, da war doch gerade irgendwas, oder? Und die zwei sind eindeutig verwirrt, dass sie im peripheren Sichtfeld irgendwas wahrgenommen haben, was kurz seltsam war. Und sie guckt sich herum. Was habt ihr beiden denn? Ich glaube, da war gerade irgendwas. Und warte. Und nein. Einer von ihnen fängt an, einen Zauber zu wirken. Lucky und ich gehen mal so mindestens 30 Fuß weit weg. Mach mal eine Probe auf. Stealth für Lucky. Für Lucky, du? Ja, der klappert ja weg, also. Ich mach mal ohne. Ich glaube, ich habe gerade nicht gecastet. Entschuldigen Sie bitte. Aber es ist schon meine 18, also es kann nicht schlecht sein. Aha.
Das ist Wisdom, ne? Nee, das ist Dex. Mhm. 18. Ja, du schleichst, also Lucky schleicht mit 18 in der Macht, mit seinen Hufen wirklich auf dem kiesig schotternden Untergrund fast keinen Sound. Supi, Supi. Ja, da ist irgendeine Art von Zauber, sagt der Gnome, der Detect Magic gewirkt hat, für den dieser Stealth Roll absolut nichts, absolut irrelevant ist. Warte mal. Du hast auf Level 3 Invisibility gecastet. Ja. Dann löst sich deine Invisibility auf, als er dann den Zauber bricht und du schlagartig sichtbar wirst. Uno Momento. Das war nicht geplant. Vieles ist hier nicht geplant. Du siehst die Magierin und alle drei drehen sich in deine Richtung. Und der Blick trifft die etwas bläuliche Magierin. Hi! Können wir nicht nochmal über alles reden, was passiert ist? Terrorist! Und sie fängt an, einen Zauber zu wirken. Was tust du? Ich möchte auch einen Zauber casten. Ja. Und zwar Fly. Nein, das ist zu doof. Und zwar. Also nur um das so kurz mal sicherzustellen, du bist so 30 Fuß von ihnen weg zurzeit, weil du schon auf dem Rückwärtsgang warst. Okay, ich caste. Oh Gott, ich kann nicht schon wieder. Scheiß drauf. Ich caste Counterspell auf was immer sie castet und hau ab. Kann ich damit warten, bis ich weiß, ob sie trifft? Nee, du musst Counterspell praktisch direkt als Reaktion benutzen. Ja. Und okay. Lucky Spiel. Du siehst ihren Stab kurz hell aufleuchten, ein pinkes Schliere zieht sie in der Luft hinter dem Stab her, als ein Zauber in deine Richtung geschossen bekommt. Du wirkst Counterspell und die Magie löst sich in der Luft auf und sie guckt dich nur an. Ich werde dir helfen, der Vampir kann dir nichts tun. Aber ich will auch nicht von ihnen festgenommen werden. Ich reite weiter. Okay, du reitest weg. Ja, aber ich bin bei 120 Fuß Movement Method. Aber ich habe auch richtig Angst, von ihnen festgenommen zu werden. Okay, du siehst nur, wie sie kurz mit dem Gnome spricht und so. Du musst keine Angst haben, wir können dir helfen. Zurückkommt. Und du siehst, wie der Gnome einmal so mit der Hand, groß mit der Hand winkt und irgendwie sich auf die Brust klopft und ein helles Leuchten geht. Aus einer kleinen Brosche, die er da trägt, auf und zwei von den Schildgolems werden beschworen und nehmen die Verfolgung auf. Richtig nett, ich komme drauf zurück, wenn ich das nächste Mal hier bin. Lucky ist ja weiter. Okay, kurze Verfolgungsjagdsequenz. Oh. Zwei Schildgolems sind in dir und du reitest über die Flur. Lucky hat keinen Bock mehr. Mach mal kurz ein Animal Handling. Und ich werf auf die Athletik von den Golems. Wieder mit Vorteil bei meinem Esel? Ich würde sagen, diesmal nein, weil er langsam den Bock verliert, nur zu rennen. Die Golems haben eine 18 auf ihrer Verfolgung. Du gewinnst Abstand, aber es ist nicht so schnell, wie du hofftest, obwohl du reitest. Sie sind auf jeden Fall hinter dir, wahrscheinlich jetzt so 100 Fuß entfernt. Du siehst, wie das helle Leuchten in ihren Schlitzen, die sie am Helm tragen, pink aufleuchten. Aber nichts passiert. Anscheinend bist du aus der Reichweite von was immer sie da probieren. Ernsthaft? Mhm. Dann reiten wir weiter. Mhm. Ich habe ein paar Würfel vergessen zu werfen und ich werfe dir jetzt mal kurz, ob in dieser Sache irgendwas schief gegangen ist. Okay. Nö, alles gut. Ja, der Chat ist auch. Yikes. Dann ist es alles gut gegangen. Ja. Habe ich eigentlich erkennen können, was das jetzt für ein Gebäude war? Also, abgesehen, ja, ich würde sagen, du hast so ein bisschen besser erkannt, was da drin los ist. Du hast so diese großen Pflanzen gesehen und irgendwelche Leute sind da drin auf großen Leitern unterwegs und die ernten irgendwas von diesen gewaltigen Bäumen, die in diesem Turm wachsen. Große, sehen aus wie vielleicht so große Eicheln oder sowas.
allerdings leicht bläulich und so von außen geschuppt fast schon. Und die werden dann runtergebracht und dann mit so einem großen Axt, also die sind wirklich so groß, mit so einer großen Axt gespalten in der Mitte und dann läuft da überall so blauer Goo raus. Und der wird geerntet und dann wird das in die Maschine in dem anderen Teil des Hauses gefüllt. Das hast du alles so ein bisschen mit beobachten können, aber was das genau ist oder für das hast du keine Ahnung. Okay, toll, hat sich also auch nicht mal gelohnt. Lucky und ich reiten weg. Okay. Kommen die Golems immer noch hinter uns her? Die fangen an, langsam zurückzubleiben. Also, ehrlich gesagt, war das alles geplant, weil jetzt denkt die Stadt, dass wir in die ganz andere Richtung unterwegs wären, als meine Freunde wirklich unterwegs sind. Gern geschehen. Klug. Das ist alles geplante Aktion hier. Gut, ja, dann, wenn die langsamer werden, ich würde nicht mich sofort aufhören zu reiten, aber ich würde jetzt halt dann wieder mit weniger Panik gucken, ob ich irgendwo diese Kirschblüten habe. Okay. Mach erstmal noch einen Stealth-Throw, ob du dich vor denen wirklich verstecken kannst, weil noch bist du so ein bisschen in Sichtreichweite. 15 für Arcadia. Okay. Und 15 für Lucky. Gut. Tatsächlich. Mal wieder zwar Fehler begangen, aber wir werden nicht draus lernen, denn die Golems verlieren irgendwann den Sichtkontakt, als du an ein paar kleinen Baumgruppen vorbei in den Sumpflandschaft verschwindest. Richtig, wir werden nicht draus lernen. Ja. Und als die Verfolgungsjagd endet, atmest du kurz irgendwann durch. Puh. Ja, alles geplant. Und hältst Ausschau nach den Ringen. Machst du das wieder mit der Ritualcast von Detect Magic? Okay. Also wenn mir jetzt kein Ring sofort anspringt, sichtbar. Nee, gerade nicht. Dann cast wieder Detect Magic. Über den Verlauf der nächsten Stunde... Ja. Es ist passiert. Muss ich bei Ritualsprüchen werfen? Es ist nämlich ein Spellslot. Es ist ein Spell auf Level 1. Ja, musst du. Während ich mein ganz normales Ritual durchziehe, passiert also Folgendes. Oh, ich mach die Liste auf. 68. Ah, doof. Gefällt mir nicht. 68? Ja. Ja, das ist irgendwie unnice. Okay. Ich glaube, ich soll die Liste auch mal ausdrücken. Ich find's noch, keine Sorge. Ich hab's gefunden. Oh nein! Das war schon mal. Das ist der schlimme Scheiß. Ich hab wieder Angst vor Lucky. Oh nein! Oh, unpassend. Ja, hier ist was. Okay, 6 Sekunden lang. Wow. Ja. Ja, du. Lucky wird wieder zu dieser dämonenhaften Kreatur, als du den Zauber wirkst. Ich schmeiß mich vor ihm runter auf den Rücken, dreh mich einmal um mich selbst. Lucky! Was? Das kann er nicht schon wieder! Oh. Der guckt dich einfach nur an, komplett verwirrt, was los ist. Er dachte, er ist derjenige mit den Halluzinationen, aber. Mein Detect Magic. Kann ich an Lucky mehr Magie als sonst erkennen? Nein, Lucky hat sich legit nicht verändert. Wenn du bist du von einem Dämonen besessen? Sag einfach IA oder IA. Ja. Okay. Okay. Das ist wirklich nicht gut. Aber wir reiten jetzt einfach weiter, weil wir können eh nichts machen. Und dann fragen wir im Zirkel mal, ob was sie davon so halten. Und generell wäre es eh schön, wenn du dich in dem Zirkel wohlfühlst. Also gibt's da bestimmt ganz liebe Leute, die auch auf dich aufpassen können. Ich sattle wieder auf und lasse die Magie auf mich wirken. Als du die Magie auf dich wirken lässt, erkennst du nicht gerade unweit von dir einen Ping auf deinem Radar, und als du in die Richtung schaust, siehst du etwas, was dir vorher nicht aufgefallen ist. Praktisch wie als wäre in dem Moment, als
Lucky kurz für dich zum Dämon wurde. Ein goldener Riss kurz vor dir in der Luft erschienen. Wir trampeln dahin. Gehst drauf zu. Der Riss bleibt da schweben. Und als du davor stehen bleibst, guckst du auf den Boden und siehst einen kleinen, wie aus Kirschblüten Ring, aber ein Ring aus fast verwelkten Kirschblüten. Auch sehr klein, gerade mal, dass du Lucky vielleicht gerade so da reinbekommst. Eher, weil es könnten da maximal so anderthalb Personen drin stehen. Doof. Kann ich in den Schlitz reingucken oder ist das? Nee, das wirkt praktisch wie so ein ganz dünner Riss. Wie so ein Sprung in einem Glas oder sowas. Kann ich ihn anfassen? Du streckst deine Hand aus und als du ihn berührst, kriegst du einen Lightning Damage. Also kurz einen Blitzen über deine Hand ziehen siehst. Ah! Was ist das für eine Magie, die ich spüre von dem Riss? Wilde Frage. Das wäre Hervorrufung, also Evocation. Okay. Weiß ich, ob ich mit Healing Word Blumen heilen kann? Das sind ja auch Lebewesen. Blumen ja, Blumenblätter nein. Und das sind nur Blätter, die verstreut sind? Mhm. Okay. So Blüten. Aber sie müssen Teil des lebenden Organismus sein. Okay. Dann würde ich den Riss nochmal anfassen. Ja. Und Light auf ihn casten. Du bekommst 2 Lightning Damage und ich würde dich bitten, einen Arcana-Check zu machen. 10. Hm? Okay. Du fasst den kurz, wirklich umschließt ihn mit deiner Hand. Du spürst das Blitzen, deinen Arm hochziehen, sich deine Muskeln kurz wegen der Elektrizität verkrampfen. Und als du Light drauf wirkst, siehst du den ganzen Riss einmal hell aufstrahlen in dem Licht, was du erschaffen möchtest. Golden? Ja, klar. Okay, einmal hell golden aufstrahlen. Und du siehst einen Umriss wie für eine Silhouette von einer Person. Und du meinst für einen kurzen Moment deine Spiritual Weapon zu erkennen, die so in der Luft schwebt und dann verschwindet und der Riss löst sich auf. Okay. Ja, dann würde ich jetzt zu folgender Maßnahme greifen, weil ich habe keine regulären Spells jetzt mehr. ich würde meine Spiritual Weapon casten auf dem höchsten Level, also auf Level 4 derzeit. Nee, auf Level 6 könnte ich das sogar. Ja, auf 6. Level. Und lasse sie erscheinen. Und ich mache das wieder so, dass ich da, wo gerade noch der Schlitz in der Luft war, nachdem greife ich nochmal und es ist wieder dieses, dass sich das ganze Netz darum zusammenzieht, wo der Spell war und einmal so pulsiert. Okay, du spürst zwar keinen Widerstand, aber du kannst natürlich das versuchen. Ich würde das Netz versuchen, da zusammenzureißen. Ich würde dich bitten, sofort auf dein Feature zu rollen. Zip. Nee, das ist wieder deine Rechnung. 80. Wenn meine Rechnung die erste ist, zu der du inzwischen greifst, warum? Okay, 80. Das war nicht die erste. Das war nur, ja. Müssen wir deine. Okay. Ja, ich passe mich an deine Regel an. Du bist ja die M. Oh mein Gott, das ist so passend. Oh nein. Es ist so fucking passend, du hast keine Ahnung. Okay. Du ziehst die Magie zusammen. Durch das Geschenk der Ador, was du da gerade benutzt hast, ja, ne? Das Geschenk vom Sommerzirkel. Nee, durch mein Feature. Ah, stimmt, durch mein Feature. Tut mir leid. Dings, ja, ich verwechsel die ja zwei noch. Meine Dummheit. Egal, es ist dein Feature. Ziehst du das magische Netz zusammen. Du siehst
wie sich vor dir wieder Superhelden-Arcadia verformt. Und erscheint ein wehendes Cape nach hinten weg. Blonde, goldene Haare, die in alle Richtungen wehen von einem Wind, der dich nicht zu erfassen scheint. Eine epische Pose einnimmt, aber der Blitz ist immer noch auf ihrer Brust und sie glitscht immer noch auf derselben Stelle hin und her. Aus ihr heraus brechen plötzlich ein Haufen goldene Schmetterlinge und Blütenblätter. Nein! Doch. Die alles um dich herum in Blätterhöhlen. Fantastisch. Für eine Minute. Und als die goldenen Kirschblüten, weil die ja müssten pink sein, um dir herum auf dem Boden regnen, siehst du den Ring in den pinken Farben aufleuchten, als Superhelden Arcadia da drin steht und eine Faust hochreckt. Das hast du super gemacht! High five! Wir zwei high five. Achso, ich dachte wegen dem Glitschen. Nein. Okay. Sie glitscht manchmal so in place, aber sie ist schon da. Du kannst mit ihr high pfeifen. Weißt du, was wir jetzt machen müssen? Gott, ich bin vorher auch schon so. Hatte ich vorher schon das Gefühl, dass ich mich immer so verstanden habe? Also. Ja und nein. Dass deine Zirkel, ihre Spiritual Weapon, praktisch immer eine Abbild von dir selbst ist, das ist bei euch gängig. Mhm. Und viele Leute pflegen, sagen wir mal, ein freundschaftliches Verhältnis mit ihrer Spiritual Weapon. Aber man, ob die wirklich so lebende Personen sind oder einfach nur Manifestationen deiner Göttin, weil sie sind aus reiner Magie gemacht. Es ist up to debate. Also ja, auch was ist davon besser? Ja, eben. Also, sie gelten per se als ihr eigenes Ding. Okay. Haben jetzt nicht unbedingt den Status von Lebewesen, weil sie werden schon halt für kriegerische Zwecke benutzt und auch mal geopfert, wenn es sein muss, aber... In der Version, wie ich das ja auch damals allen geschrieben habe, von dem Zirkel im Kampf, haben natürlich auch alle mit den Spiritual Weapons gekämpft. Hm, genau. Das ist gängig. Okay. Okay, sie ist ihr eigenes Ding. Sie nimmt weiterhin diese heroische Pose ein. Wehendes Haar im Wind. Ich nehme auch diese heroische Pose ein. Sie zeigt so auf den. Du stehst noch außerhalb von dem Kreis. Ach so, ich mache einen Schritt rein. Tut mir leid, wenn das nicht auf. Ich hoffe, es ist noch keine Minute vergangen, weil ich möchte, wenn das jetzt teleportiert wird, möchte ich mich in diesen schmetterlichen Blüten teleportieren. Als du dich reinstellst, zwinkert sie dir zu. Und die Landschaft um dich herum beginnt sich zu verändern. Das sumpfige, etwas dunkelgrüne Gras fängt an zu sprießen und zu blühen. Goldene und andere farbenfrohe Blumen sprießen aus dem Boden um dich herum heraus. Und alles beginnt sich wie in so einer Disney-Transformation zu verändern. Zu einem farbenfrohen Meer aus verschiedenen Blüten und Korn. Und also einfach Gräsern, die um dich herum wachsen. Und du siehst in der Entfernung wirklich Bäume aus dem Boden heraus wachsen, die wie eine gewaltige Lichtung bilden, einen Kreis um das herum, wo du gerade bist, mitten im Zentrum aus Illusionen, die sich langsam auflösen, aus der Unsichtbarkeit verschwinden mit goldenen Funken um dich herum. Siehst du Gebäude, niedrig gebaut, aus urigen kleinen Steinen zusammengesetzt, bewachsen mit Efeu an vielen ihrer Wänden. Oben mit kleinen süßen Schornsteinen, aus denen der Dampf rauskommt, siehst du dein Zirkel oder die Gebäude des Zirkels, der Vicentia. Und um dich herum, überall auf dieser Lichtung, gefüllt mit diesem farbenfrohen Leben, sind große Tische und Bänke, zusammengestellte Stühle und eine Armada von Abderinen. Du hast noch nie so viele Abderinen auf einem Haufen gesehen, die alle dort unterhalten, sich unterhalten, essen und trinken, manche von ihnen tanzen. Es ist Musik da, es ist Leben in der Bude. Fantastisch. Ja, ein Haufen passiert hier gerade gleichzeitig. Es ist eine absolute Reizüberflutung, die auf dich eindrescht. Spürst du, wie Lucky sich hinter dir so leicht versteckt? Ja, verständlich. Superhelden Arcadia, sie
sich auflöst, okay, als der Teleport abgeschlossen ist. Okay, gut. Ich darf nicht sehen, dass sie kaputt ist. Die Licentia tragen alle ganz hellgrüne Klamotten, ganz anders als die Ador, die alles Gold getragen haben, mit goldenen Haaren und goldenen Gesichtszügen. Die Licentia haben tatsächlich menschliche Haut, also dieselbe Hautfarbe wie du. Viele auch Sommersprossen überall, anders als du allerdings mit deinen rötlich-braunen Haaren, haben die alle blonde Haare, die alle so einen ganz leichten Grünstich zu haben scheinen. So ein leichter grüner Schimmer, der immer so durch die Haare fährt, wenn sie es im Licht spiegelt. Und alle tragen ja diese hellgrünen Roben und Klamotten in aller möglicher Ausführung. Ist nicht, dass es einheitlich ist. Die Ador waren ziemlich einheitlich. Die Licentia tragen alle möglichen Arten von Kleidungsstücken. Aber die Farben sind mehr aufeinander abgestimmt. Ich stelle es mir sehr vor, wie Wicked das Musical, die Emerald City, falls das jemand mal sagt. Passt ziemlich gut. Ja? Okay. Ja. Hallo! Rufst du so in die Menge? Ich sag's erstmal wirklich leise und gucke, ob irgendjemand mich schon bemerkt hat, weil sonst awkward. Scheint dich niemand bemerkt zu haben gerade. Oh, dann tümmeln wir uns noch mal ins Gemenge. Ich gehe mit Lucky zu einer Seite. Es dauert 3 Sekunden, nachdem du dich aus dem Kreis bewegt hast, dass ein Haufen Leute auf dich zugerannt kommen. So, wer hat das Neue? Das Neue! Und alle rennen auf dich zu. Oh, jetzt, hallo. Ja. Hallo. Und irgendwas, die waren alle noch ein bisschen abgelenkt, aber sobald praktisch einer bemerkt hat, dass da jemand steht, jemand Neues steht, kommen sie alle auf dich zugerannt. Ein Haufen von den Licentia, die sich jetzt um dich herum sammeln. Verschiedene Altersklassen und Größen. Das wollte ich gerade fragen, wie alt sind die so? Also die meisten von denen sind älter als du. Aber du siehst auch, sich zwischen den Beinen herumtingeln, siehst du Kinder, die allerdings deutlich jünger sind als du. Okay. Also wenn du schätzen müsstest, in Menschenjahren, und damit rechnet er auch, also du bist 99, die Kinder dort vielleicht so 12. Oh, 13. Also noch also Babys. Kinder. Okay. Ja. Schön, gut. Mhm. Das ist gut. Dem Chaos nicht wirklich Einhalt gebietend, aber ein bisschen mit mehr Bestimmtheit drängen sich ein paar Leute durch die Messe so, wir müssen dahin, jetzt lasst uns mal durch. Nach vorne zu dir durch. Eine von denen würdest du erkennen, weil auf verschiedenen Austauschmissionen hat man schon mal miteinander gesprochen. Die Leute werden ja auch ziemlich alt und das ist eine der ältesten Hohenpriesterinnen, die es bei den Abderin überhaupt gibt. Das ist Abraxia, die Hohenpriesterin der Licentia. Mhm. Und damit auch hier jedenfalls bei den Licentia gleichzeitig die Zirkelmutter. Bei den Ador sind das 2 getrennte Aufgaben. Hier ist es dieselbe, die Licentia. Sehen das nicht so eng, dass da Arbeit aufgeteilt werden müsste. Ja, wenn sie Bock hat, soll sie machen. Ja, genau. Okay. Ich glaube, du hast eher das Gefühl, niemand stellt ihre Autorität in beiden Fällen in Frage. Okay. Das heißt, sie hat auch so eine mütterliche Autorität oder so eine... Es ist schon eine, ja, aber es ist halt so eine Oma, weißt du? Okay. So, okay. Also du willst ihr nicht widersprechen. Sie ist sehr nett und man freut sich immer, sie zu sehen, aber man will ihr nicht widersprechen. Abraxia selbst hat extrem lange blonde Haare, die ihr fast bis zu den Knien runterreichen. Praktisch wie so ein gewaltiger, fast 2. Umhang, der sich über ihre Roben legt. Auch mit diesem seltsamen grünen Schimmern, was sich so durch das blonde Haar zieht. Sie ist auch für eine Abderin schon ziemlich alt. Mhm. Also man erkennt ihr Alter am Gesicht mit leichten Falten, die sich überall so um die Augen ziehen und so etwas eingesunkenen fast schon hohe wirkenden Wangen. Sie hat einen sehr dünnlichen Gesichtsausdruck, also eine Gesichtsform. Aber scharf blitzende Augen, die so aus den etwas tiefliegenden Höhlen so in deine Richtung gucken, als sie sich so durch die Kinder und die anderen Abderin nach vorne drängelt. Du musst Arcadia sein. Ja. Ich habe wahnsinnig viel von dir gehört. Es ist schön, dass du da bist. Ich habe auch viel von dir gehört. Abraxia, und ich mache so einen halben Knicks. Sie lächelt und nickt, während du da höflich versuchst. Und die anderen kichern so ein bisschen und zeigen mit dem Finger auf dich. Ja.
komm erstmal an. Und ein paar Leute nehmen Lucky bei den Zügeln, der so anfängt, sich in den Boden zu graben. Hallo! Lucky, alles okay. Die sind richtig lieb hier. Das sind auch Abderin. Die sind nur ein bisschen grünlicher als wir. Aber die sind auch ganz fürsorglich, ne? Und ich gebe einem der Kinder das gerade an dem Hitzizo, ne? Ihr seid doch lieb, ne? Werden lieb. Das Kind nimmt so die Zügel in die Hand. Okay. Lucky, bis später. Ich gebe ihm Guidance mit. Okay, mach mal einen Animal Handling Check. Wie sehr die Lizenti jetzt mit Lucky Probleme bekommen. 23. Okay, also er ist ein bisschen unruhig, weil so viele Leute da sind, die er nicht kennt, aber nach den ersten 3 Streicheleinheiten ist das alles egal. Okay. Also er genießt das tatsächlich jetzt so ein bisschen gepampert zu werden, während komplett ausgepowert. Er lässt sich irgendwo weiter hinten, dann du siehst ihn später im Gras einfach nur fallen und lässt sich füttern und genießt es, sich nicht bewegen zu müssen. Fair. Okay. Abraxia führt dich so ein bisschen oder nimmt dich so ein bisschen vor der restlichen Gruppe in Schutz. Und hattest du eine gute Reise? Bist du gut hierher gekommen? Fragst du nach den letzten Minuten, Stunden oder Tagen? Ist das wichtig? Es war mittelmäßig, aber mir geht's gut. Mittelmäßig? Was ist? Du musst uns unbedingt erzählen, was alles passiert ist. Ja. Wir sind gerade dabei, das Essen für alle vorzubereiten. Also, wenn du möchtest, bist du gerne direkt zum Abendessen eingeladen. Klar, kann ich helfen? Ich glaube, und sie guckt über ihre Schulter, wir kriegen das hin. Und du siehst dahinter eine Armada an verschiedenen Lizentia-Abderien, die gerade gewaltige Ladungen an verschiedenen Essen auftischen auf die großen Bänke und Tische, die überall verteilt sind. Und die Leute, die sich einfach schon wie so ein Buffet davon bedienen, Sachen auf ihre Teller laden. Es ist fast schon ein Fest an Leuten, die hier gemeinsam sitzen. Macht ihr das jeden Tag? Klar, warum denn nicht? Habe ich keine Antwort drauf, eigentlich eine gute Einstellung. Finde ich auch. Du kommst von den Fatum. Ja. Ja, man sieht es an dir an. Ja, ich weiß, bei euch. Ich bin da weg, weil... Du bist bei uns aufgewachsen? Tatsächlich ja. Aber war nichts für mich. Ein bisschen mehr Schwung in der Bude und kann nicht schaden. Und dann hast du dich bei der Zeremonie entschieden, hierher zu kommen. Mhm. War bis jetzt eine sehr gute Entscheidung und sie nimmt sich was von dem Essen. Sie hat dich rübergeführt, so zu einem der Bänke und jetzt sitzt sie da praktisch erstmal so zu zweit, während eine Ansammlung an verschiedenen Abderien so im Kreis um euch herum gucken, sich so ein bisschen selbst miteinander unterhalten, sich da ins Gras chillen und irgendwelche Spiele miteinander spielen, aber alle gucken immer so mit einem halben Auge rüber zu dir und ja. Ihr seid ja auch echt schon viele. Center of Attention. Oh, cool. Und ihr seid auch richtig viele. Ja, wir geben uns Mühe. Und ihr habt Kinder. Bei uns leben keine Kinder. Ja. Wir, wie gesagt, unsere Zirkelaufgabe ist es, die Fackel weiterzureichen. Also, wie alle anderen Abderien schützen wir unsere Göttin und wir Lizentia schützen die Zukunft der Magie. Ja. Die Weitergabe des Ganzen an eine neue Generation kommt nicht von alleine. Diese Generation muss die besten Voraussetzungen haben. Ja. Um die Rolle dann auch wirklich erfüllen zu können. Ja. Und dafür sind wir da. Aber ihr habt nicht in letzter Zeit... Also... Ja. Keiner hier ist bisher ein Asimar. Das hättet ihr uns gesagt, nehme ich an. Es ist... Wir haben noch nicht das Glück gehabt, nein. Okay. Aber wir glauben, wir sind auf dem besten Weg dahin. Ach, cool. Sehr cool. Mhm. Fantastisch. Du musst mir unbedingt erzählen, wie deine Reise bis jetzt war. Du meintest anstrengend. Ja, kurze Rückfrage. Also normalerweise erzählt man ja nicht so viel, wenn man selber auf Reisen war. Mein Bruder hat mir auch nicht so viel erzählt, also eigentlich gar nichts. Mhm. Wie auf einer Skala von 1 bis 10, wie problematisch ist das denn sonst so? Aus wie vielen Städten wird man zum Beispiel so... In wie viele Städte darf man danach nicht mehr betreten, so normalerweise? Ich sehe, du hast eine ganz wilde Auslegung von deiner Reise. Ich habe wilde Gefährten. Du hast Gefährten? Ja!
Wir sind zu 6 minus 1, 5. Du hast unsere Leute gefunden, mit denen du unterwegs bist. Ja. Irgendjemanden, der dir gefällt? Wieso fragst du das so? Wenn man länger gemeinsam unterwegs ist. Kann ich einen Insight-Check auf sie machen, ob ich denke, dass sie eine bestimmte Antwort erwartet? Du kannst gerne versuchen, das zu Insight-Checken, klar. 23. Puh. Also, die Dame ist abgebrüht des Todes, aber sie ist immer noch eine Licentia und denen stehen häufig ihre Absichten ins Gesicht geschrieben. Dementsprechend, du hast schon das Gefühl, dass sie mit einem schon mit Hintergedanken dich fragt. Du schätzt, nicht alle davon sind nur positiver Natur. Also, du hörst so ein, wenn nicht eine Sorge, sondern eher so eine neugierige Härte, die so nachfragt. Okay. Wir haben einen dabei, der ist wirklich sehr nett und sehr besonders, aber ich habe auch schon mit Arkan drüber gesprochen. Der hat mich übrigens nicht sofort gefragt, bei dem musste ich erstmal richtig lange in die Richtung arbeiten, bis wir darüber gesprochen haben. Ja, Arkan ist ein bisschen verklemmt, was das angeht. Also, Arkan war ein bisschen verklemmt. Oh nein, ist der gute... Ja. Ich dachte, vielleicht hätte jemand Bescheid gesagt. Oh. Nein. Ich nehme an, Mana wird jetzt auch Hohepriesterin. Das wird vermutlich der Grund sein. Ich habe mich mit Mana nie besonders gut verstanden. So schlecht, dass ich euch nicht Bescheid sagen würde? Ach. Es gibt, Dinge, die... Es ist okay. Okay. Nur verschiedene Auslegungen von unseren Ansichten. Ich werde Mana mal nachfragen. Ja, macht. Also sie war natürlich ziemlich geknickt, aber ich meine, sie hatte inzwischen noch Zeit zu trauern, also stimmt. Aber du hast auf jeden Fall jemanden in der Gruppe. Ja, aber wir haben noch nichts, also wir haben nichts gemacht, weil ich ja weiß, dass man das auch nicht darf. Und weil er auch glaubt, ich weiß auch gar nicht, ob er möchte, also... Er ist doch kein Abderin. Nein. Das wäre schon ein arger Zufall. Nee, wir haben ja auch keinen... Nee, glaube ich, niemanden, der gerade auch erwachsen wird. Ich glaube nicht. Ja. Aber er ist... Willst du raten, was er ist? Süß. Ja, aber das meinte ich nicht. Aber ja, er ist super süß. Nein, er ist ein Asimann. Du siehst das erste Mal so wirklich ihre Gesichtszüge entgleisen, ähnlich wie du es bei Arkan beobachten konntest. Aber nicht von Mysteria. Okay, kein Mysteria, aber das wäre ja auch ein, also... Das wäre schon, wenn es ein gäbe und wir wüssten es nicht. Ja, darf ich fragen, von welchem Gott? Halbgott? Im Helm. Halbgott, Helm. Helm, der Wächter und Beschützer. Sie nickt. Ja, also eigentlich teilen die sich auch gerade den Körper. Ich dachte, Helm wäre im Götterkrieg verschollen. Ja, er ist wieder aufgetaucht in Krone. Kein Wunder, dass du dich zu ihm hingezogen fühlst, so als Asimar. Ja, aber nicht nur das. Also am Anfang, wirklich glaube ich, aber inzwischen haben wir auch geredet und er ist... Also, ja... Er ist irgendwie anders als so die Leute bei uns und... Glaubt irgendwie an Sachen, die ein bisschen verquer sind, aber traut sich halt auch immer voll dafür einzustehen und... Naja, du musst sehen, dass nicht jeder die Weisheit unserer Göttin auch verfolgt. Und Leute mit anderen Ansichten sind nichts Ungewöhnliches. Nee, er mag halt Götter generell nicht so gerne, aber lieber seid er, glaube ich... Und das als Asima? Ja. Unglaublich. Ja, er hat ein Geschenk der Götter erhalten. Komplett. Manche arbeiten ihr ganzes Leben oder mehr daran. Ja. Ich sehe schon. Ich freue mich, jemand so Wunderbares wie dich bei uns begrüßen zu dürfen. Und ich kann dir ansehen, du wirst mit Sicherheit deinen Teil dazu beitragen, die Abderin schön und stark zu halten. Das freut mich sehr. Alles für die Göttin. Und sie prostet dir kurz zu. Agadia prostet verwirrt zurück. Ich
nehme an, dann warst du jetzt bei den Ador. Ja. Und hast dort deine Probe bestanden. Ja. Ich war nie großer Fan von den Herausforderungen, die die Ador einem stellen. Warum nicht? Rein kämpferisches Talent. Ich glaube nicht, dass das der Göttin so gute kommt wie andere Dinge, die wir für sie tun könnten. Auch wenn mir die Fatum zu viel waren mit ihrer dauerhaften Anbeterei. Huldigung heißt das. Ja, klar. Ich denke, das Wichtigste, was man machen kann, ist dem Glauben leben und verbreiten. Und deswegen war ich am Ende auch hier. Aber nichtsdestotrotz ist es schwer, die Probe der Ador zu bestehen. Und meine Freunde haben mir halt da geholfen. Alleine wäre es echt ein bisschen schwierig gewesen. Sie haben dir dabei geholfen? Ja. Warst du allein nicht mächtig genug? Also, ich musste es gar nicht alleine versuchen. Wegen meiner Verletzungen haben die Ador mir das direkt erlaubt. Quasi. Und sie guckt so auf deinen Rücken. Aber das hattest du nicht seit Geburt, ne? Nee, das war bei der Blutingzeremonie. Okay. Na dann ist ja alles okay. Dann kann ich verstehen, dass du Hilfe bekommen hast. Warum wäre das denn schlimmer, wenn ich seit der Geburt gehabt hätte? Nun, um die Aufgaben der Abderin zu erfüllen, musst du die körperlichen Voraussetzungen dafür haben. Ja. Es ist ja schön und gut, wenn du deine körperlichen Schwächen durch deine magischen Fähigkeiten ausgleichen kannst. Alles in Ordnung. Ich nehme an, deine magische Entwicklung kommt gut voran. Mhm. Was ist denn der mächtigste Zauber, den du wirken kannst? Ich bin gerade beim vierten Kreis. Hm. Auf vierter circa. Ist nicht schlecht für jemanden in deinem Alter. Ich glaube, das mächtigste, was ich so gerade könnte... Also, ich bin... Magic Circle, glaube ich. Also, nee, das ist mit Level 3. Ich habe, ich kann machen, dass, aber ich habe es nicht ausprobiert, aber ich kann theoretisch machen, dass große Monster auf mich hören. Für eine Stunde lang. Und mit mir befreundet sein wollen. Ah, von Gedankenkontrolle. Von mächtigen Wesen. Domination, ja. Damit kenne ich mich aus. Ich habe leider kein Monster hier, bei dem du es beweisen könntest, aber... Wärst du gerade in der Lage, einen mächtigen Zauber zu wirken? Nur damit ich es mal sehen kann. Klar, aber jetzt gerade müsste ich... Also die Reise der letzten Stunde war sehr beschwerlich. Jetzt gerade müsste ich ein bisschen... Ein bisschen müsste Mysterium mir gerade helfen. Das müsste so ein bisschen... Aber klar, so einmal noch. Dann muss ich, glaube ich, schlafen. Aber einmal könnte ich. Wenn wir lieber bis morgen warten wollen, dann... Sie wirkt so, als wäre ich dann... Nein, klar. Du wirkst, als wärst du sehr erleichtert, wenn du das hörst, oder? Ich da wollte jetzt sagen, wenn ich jetzt sage, ja, bis morgen wäre besser, wäre sie so, Schwächling. Deswegen, nein, klar, jetzt geht's. Okay, na dann freue ich mich doch. Und sie steht auf und sagt, alle kommt mal her, Arcadia möchte uns zeigen, was sie alles gelernt hat auf ihrer Reise. Und alle von den Abderinen, die um dich herum verteilt waren, stehen auf und kommen freudig auf dich zu und sind so, oh, toll, Magie. Ja, toll. Okay, ich wäre halt auch so. Also, es tut mir leid, falls so die ersten natürlich so. Ich musste heute schon sehr lange unsichtbar sein und so und andere Magie verhindern. Aber klar. Also, jetzt bitte jetzt nicht so viel. Bitte mach mir jetzt gerade. Ich habe ein bisschen Lampenfieber, glaube ich. Aber klar. Ich habe Vertrauen in dich, Arcadia. Du bekommst das mit Sicherheit hin. Okay. Soll ich jetzt nicht da? Also, wollt ihr. Also, alle stehen so um dich herum, warten gespannt, dass irgendwas passiert. Irgendwas Magisches. Hat jemand ein Monster gerade da? Alle gucken sich gegenseitig an. Nein? Alle schütteln mit dem Kopf. Okay. Einer ruft aus der letzten Reihe, ich könnte ein magisches Wesen erschaffen, aber es wäre halt göttlich. Funktioniert das? Ist ein göttliches Wesen ein Biest? Nein. Nein. Ein göttliches Wesen wäre ein Celestial.
Ich muss mal kurz auf eine andere Ansicht gehen, dass ich sehen kann, welche Spells am höchsten sind, weil diese höher. Tick-Tack. Übrigens, ich würde eigentlich gerne casten. Ene meine Zaubertatze her mit dir, du Plapperkatze. Aber das würde mir jetzt nicht so viel einbringen. Gott, ich kann das machen. Okay, ich weiß, was ich tue. Oh Gott, nein. Okay. Oh nein, irgendwas ist da im Busch. Ich seh's kommen. Ich bräuchte bitte einen Freiwilligen. Wie? Ja, ich! Einer rennt auf dich zu. Du siehst so ein... vielleicht... 180-jährigen Jungen. Also nicht viel älter als du sozusagen. Mit kurz geschorenen, den blonden Haaren, mit dem grünlichen Stich, der einfach nur so ein ärmelloses Tanktop trägt obenrum und eine offene, weite Ballonhose, auch in grünlich-hellgrünen Farben, der so über die Lichtung kurz zu dir hergesprintet kommt. Na? Okay. Dann leg dich am besten mal kurz bequem hin. Okay. Er legt sich auf den Rücken. Okay, ich nehme mich so neben ihn. Leg so... Okay. Okay, von mir aus. Und ich... Er hätte sich gar nicht hinlegen müssen. Naja, egal. Berühre ihn an der Brust. Oh Gott. Mit zwei Händen auf sein Herz. Unser Vertrauen in die Göttin ist unendlich. Und ich caste auf ihn Death Ward. Oh, damn, okay. Ja, also ich overclocke wieder mein Spell. Das heißt, ich ziehe das magische Netz zusammen. Das sieht man auch, das sieht fucking cool aus. Das magische Netz wird zusammen eingezogen und in sein Herz reingepumpt. Okay, ja. Dann machst du das. Die goldenen Fäden ziehen sich zusammen. Du siehst das Zusammenformen von den großen Fäden zu etwas gewaltigeren, dicken, verknoteten Kordeln, die so... in seiner Brust verschwinden. Man sieht leicht so sein Herz durchscheinen durch seinen Brustkorb von innen. So, das würde ein Leuchten von innen erfüllen. Man sieht nur so das Herz, was langsam umschlossen wird von diesen Kordeln. Und dann ein helles, goldenes Aufleuchten, als sein Leben geschützt ist vor dem Tod. Geht's dir gut? Mir geht's klasse! Okay, weißt du, was es tut? Ich habe absolut keine Ahnung. Okay, ich greife zu einem der Tische, die neben mir stehen. Oh Gott. Und greife mir ein Messer, mit dem man irgendwelche Früchte oder so aufschneidet. Sowas wie Wassermelone, weißt du, so ein langes. Du merkst, als du die Hand ausstreckst, dass dir Abraxia ein Messer gereicht hat. Oh, danke. Da musst du jetzt auch keine Angst haben. Wir vertrauen ja auf die Göttin, ne? Klar. Ich ersteche ihn. Okay. Guck mich so an, während du das Messer in seine Brust rammst. Er liegt auf dem Boden, er ist prone, wird das Vorteil auf die Attacke. Er wehrt sich nicht. Ich würde sagen, du triffst. Und als das Messer zwischen seinen Rippen verschwindet, sieht man kurz in Blut kotzen und das helle Leuchten strahlt aber golden aus der Wunde raus. Als das Messer einfach pling, pling, pling zum Boden fällt. Wow, das war unangenehm. Wie reagiert die Menge? Alle applaudieren und klatschen. Okay, tut mir leid, ich caste Healing Word auf ihn. Du hast deinen Zauber gewirkt, musst du auf dein Feature werfen. Nee, bei dem Dings glaube ich nicht. Warte. Channel. Channel Divinity Arcane Funnel. Does not cause Tides of Chaos. Alles gut. Alle sind total aus dem Häuschen, du siehst. Ach so, dafür muss ich für das Healing Word muss ich würfeln, alles gut. Okay. Alle sind total aus dem Häuschen, als du diese kleine Show abziehst und hinten fliegt Essen durch die Menge und, ja, okay. und nach ein paar Sekunden beginnt sich das so langsam zu verlaufen in aufgeregten Gesprächen darüber. Und der steht auf und so. Hättest mir auch vorher sagen können, dass ich mein Shirt ausziehen soll. Tut mir leid, ich wollte den größtmöglichen Effekt, ich wollte die anderen beeindrucken. Ich meine, ich kann's verstehen, so. War schon cool. Danke. Kannst du Mending? Nö. Ich auch nicht. Scheiß Zauber, wer nimmt sowas? Ja, keine Ahnung. Ja, okay. Ich grinse ihm da. Ja. Dann Prost. Bis später dann. Dreht sich ums Gehen. Abraxia kommt so hinten an dich an. Beeindruckend.
Auf jeden Fall, für jemanden in deinem Alter. Danke. Ich hätte nicht gedacht, dass du in der Lage bist, so einen Zauber schon zu wirken. Siehst du, deine körperlichen Einschränkungen sind doch vollkommen egal. Du kannst ein wertvolles Mitglied der Abderin werden. Oh, ich wusste nicht, dass das zur Debatte stand, aber trotzdem schön zu hören. Ja, wenn ich zur... Also... Wir müssen schauen, dass wir den mächtigsten Einfluss für unsere Göttin in der Welt haben. Und es gibt leider Leute unter uns, die eine ganze Menge Arbeit für die um sie herum bedeuten. Und wenn diese Leute sich dann nicht darauf konzentrieren können, den bestmöglichen Dienst für ihre Göttin zu leisten, irgendwann sind wir nur noch mit uns selbst beschäftigt. Ja, aber du meinst die Leute, die dann zu den Dolor geschickt werden? Ja, aber nicht nur. Manchmal gibt es, da bin ich dann vielleicht anderer Meinung als Hohenpriester der anderen Zirkel, aber es gibt manche Leute, die werden noch zugelassen, in einem der Zirkel aufgenommen zu werden, die meiner Meinung nach dort nicht gut aufgehoben sind. Aber was macht man denn, wenn man... wenn man seine Zeremonie macht, dann wird man doch irgendwo aufgenommen, wenn man die Prüfung besteht, oder? Ja. Und du meinst, dass es Leute geben sollte, die dann nirgendwo aufgenommen werden? Was machen die denn da? Am besten nicht im Weg stehen. Aber das soll gar nicht Thema sein. Deine Fähigkeiten sind auf jeden Fall beeindruckend. Danke. Und ich würde mich freuen, wenn du heute Abend mit uns speist. Ja, auf jeden Fall. Okay. Und sie schaut den anderen zu und das Leben beginnt, den Abend zu füllen. Du hast es gar nicht gemerkt, aber um euch herum hat angefangen, die Sonne abzunehmen. Und langsam siehst du das goldene Sonnenlicht vom Sonnenuntergang sich über die Lichtung legen. Die Licentia feiern jetzt eine ganze Weile lang. Mischst du dich unter das Volk? Was tust du? Ich hatte erst die Frage, könnte ich einschätzen von dem, was wir Mika... Also von den Wegplanungen des vorherigen Tages, wie weit jetzt die anderen sind? Du würdest gerne mit Mika reden. Ich will mit niemandem reden. Ich will wissen, wie weit die... Also ob ich wüsste, ob die schon angekommen sind bei... Du weißt ja nicht, wie weit das entfernt war, wenn ich so... Genau, ich glaube, es war nur so, wir müssen weiter in die Richtung, aber noch nicht klar, wie lange. Ja. Okay. Also ich glaube, du hast Mika halt auch nicht gefragt. Ja, okay, ich sehe es auf jeden Fall so. Erst werde ich noch kurz... Ich würde meine Sachen irgendwo ablagern. Es gibt ja bestimmt einen Schlafplatz für mich. Dir wurde jetzt bis jetzt keiner gezeigt, aber... Ich würde irgendjemand fragen, hey, ihr habt ja nicht so viele leerstehende Häuser, aber kann ich trotzdem halt nachher irgendwo pennen? Ich brauche nur irgendeinen Platz, wo ich meinen Rucksack ablegen kann. Klar, wir würden Platz gezeigt, wo du dein Stuff ablagern kannst. Dann lege ich das ab und, wäre nochmal kurz in diesem Raum und würde meine Sachen so... mich kurz nochmal drapieren und für dieses Social Encounter bereit machen und dann halt überlegen. Ich stünde eine ganze Weile lang da und wäre am Überlegen, Sending zu casten. Würde es aber nicht tun. Sondern mich dann irgendwann wirklich rausbegeben und auch wirklich leise zu sich selbst, okay, du bist jetzt hier, du musst das jetzt gerade machen für die Göttin. Sobald du zurück bist, bist du wieder voll für die anderen da. Und dann wird es so eine Weile dauern, aber Arcadia würde wirklich versuchen, Spaß zu haben. Okay, du versuchst, Spaß zu haben. Wie sieht das aus? Sie würde den Typen finden, mit dem sie schon gesprochen hat, kurz. Also dieses, okay, nicht so viele Fremde ansprechen. Und quasi erstmal mit dem sich unterhalten und was trinken und versuchen, angeschickert zu werden, was sie inzwischen weiß, was es ist. Den anderen erzählen, was Rudern bedeutet. Wahrscheinlich ganz viele Geschichten erzählen von den Reisen. Okay. Und das wäre halt immer, dass sie wieder die ganze Zeit erzählt. Und dann ist da... Mika und die macht das und gerade retten sie ihre Tochter, also vielleicht jetzt gerade schon, vielleicht auch erst morgen und dann wird es halt immer wieder dieses okay und ich bin nicht hier und dann wird für die Stimmung so naja, und Claudius sucht Steine und dann immer wieder dieses okay, ja. Die unterhalten sich auf jeden Fall alle nett mit dir. Gut. Auch der Junge, mit dem du das Messer in die Brust gerammt hast, der hat sein Hemd ausgetauscht und das ist so ein bisschen Talk von dem Abend, was du da geschafft hast, auch als Neuankömmling. Und die Leute zeigen sich gegenseitig ihre magischen Fähigkeiten. Und immer wieder gibt es Leute, die
fast wie sich so zu Mutproben herausfordern, mächtigere Zauber zu wirken, als sie eigentlich könnten. Und es passieren ein oder zwei Ungestücke über den Abend, aber nichts wirklich Ernsthaftes, dass die Leute sich verletzen würden. Du hast das Gefühl, die haben so raus, ihr Limit herauszufinden, wie weit sie ihre magischen Fähigkeiten stretchen können. Was du von den Ador gar nicht so gesehen oder mitbekommen hast. Kann ich einschätzen, wenn jetzt die anderen zaubern, die so teilweise auch nur ein bisschen älter sind als ich, oder nicht ganz so krass, ja, wenn ich mich mit denen vergleiche. Du bist ungefähr auf demselben Level wie die. Also, die Altersstufe über dir, die können ungefähr das, was du kannst. Gut. Yeah. Also, Abraxia scheint dich nicht anzulügen. Du scheinst schon, sie hat es vielleicht sogar eher ein bisschen anders hält. Cool. Okay. Kann ich zwischendurch einen Shortrest machen, wenn ich da so chill und mit denen esse? Du kannst easy einen Shortrest machen. Nur falls aber das wird, ja, genau. Also, ich glaube nicht, dass du wahnsinnig wichtig bist, aber sicher, mach deine Shortrest. Ich weiß ja nicht, was noch passiert. Ich möchte hier mein Channel Divinity. Das ist richtig, das kriegst du zurück. Über den Verlauf des Abends würde dann aber irgendwann ein bisschen die Stimmung sich ändern von wirklich diesem fröhlich ausgelassenen, gegenseitig Magie besser kennenlernen, erforschen, gemeinsam essen, sich unterhalten über die Leute, die dort im Zirkel sind. Du lernst ein paar von denen kennen. Ich gebe dir einfach mal ein paar Namen. Also der Typ, den du abgestochen hast, der heißt Hex. Hex? Und ja, geil. Du lernst noch Summon kennen. Und Arkis. Sind das alles Typen oder ist Arkis eine Frau? Ne, Hex ist eine Frau. Sorry. Hex war der Typ, den du erstochen hast. Genau, Summon ist die Frau. Okay. Tut mir leid. Ja. Aber du merkst, dass die Stimmung sich leicht verändert über den Verlauf des Abends. Irgendwann, wenn der Mond schon groß über euch leuchtend im Himmel steht. Hör ich einen kleinen Vampir schreien? Nein. Okay. Hörst du, siehst du, dass die Leute sich so in Pärchen und Grüppchen zusammenfinden, aber da scheint irgendwie eine Logik dabei zu sein. Okay. Und Abraxia geht auch so durch die Reihen und fängt an, so Leute miteinander zusammenzusetzen. Und dann passieren da kurz Anweisungen und immer so in Zweierpärchen, Männchen, Weibchen. Und es passieren so Anweisungen, alle wirken sehr ernst und nicken sich zu und siehst dann, wie immer mal wieder so kleine Grüppchen verschwinden oder weggeführt werden. Und irgendwann kommt Abraxia zu dir so, Arcadia, ich glaube, es wäre gut, wenn du jetzt mit den anderen Minderjährigen langsam den Abend ausklingen lässt. Ich bin doch fast erwachsen. Ich meine, komm, ich bin schon ein Viertel erwachsen. Das ich will nicht an den Kindertisch. Es tut mir leid, aber es ist Brauch. Wir können noch nicht den weiteren Schritt gehen. Okay. Wann muss ich denn morgen fertig sein für irgendwas? Ist morgen die Prüfung? Wir werden morgen eine kleine Prüfung haben müssen. Für jedenfalls den nominalen Aspekt. Ich habe gesehen, wozu du fähig bist. Meiner Meinung nach hättest du schon bestanden, aber wir müssen einmal wenigstens ganz kurz deine Fähigkeiten nur als Formalität noch unter Beweis stellen. Okay. Und danach bist du eingeladen zu bleiben, solange du möchtest und nur solange du musst. Okay. Wie lange muss ich denn bleiben? Solange du möchtest. Okay. Du solltest natürlich rechtzeitig, bevor du 100 wirst, zu deinem Stammzirkel zurückkehren. Ja. Also das solltest du im Kopf haben. Ja. Ich bin nicht deine Mutter, berechne das selbst. Ja. Gott. Und Abraxia führt dich so ein bisschen mit den anderen Minderjährigen, und damit meine ich wirklich die Kinder, in Richtung von einem der Häuser. Und ihr werdet wieder drin eingepfercht. Das ist so ein also die Häuser selbst sind tatsächlich eher relativ schmucklose Bungalows. Von außen zwar richtig hübsch zugewachsen mit diesem Efeu und so, aber von innen sind es einfache, mit Brettern auf dem Boden ausgelegt. Die Wände, auch nur die Außenwände, also da ist keine weitere Verkleidung. Du siehst so ein bisschen Wandteppiche, die das ein bisschen gemütlicher machen. Und dann einfach nur ein Haufen Betten in Kindergröße zum Großteil. Und dir wurde ein Bettlager praktisch neben diesen Kinderbetten zubereitet, das größer ist, damit du da drin auch reinpasst. Was ist deine Passive Investigation, wenn ich dich das fragen darf? 13. Okay. Dann erstmal alles gut.
Legen die Kinder sich automatisch schlafen? Das sind Kinder, wahrscheinlich nicht. Nee. Also die werden, die kennen das Prozedere. Die fangen an, sich so auf dem Boden zusammenzusetzen, in kleinen Grüppchen, miteinander sich zu unterhalten, zu spielen. Viele von denen haben irgendwelche kleinen Gegenstände oder Knickknacks, die sie mit sich rumtragen. So. Hey! Habt ihr... irgendeins an, okay. Ich spreche eine Gruppe von denen. Ja. Hey. Alle gucken zu dir. Hallo, Arcadia. Blinken. Hallo. Wollt ihr noch was spielen? Ja. Okay. Kennt ihr Verstecken im Dunkeln? Nein. Okay, also, man muss sich verstecken, aber wir machen alle Lichter aus und dann muss einer suchen und alle müssen sich verstecken, man muss aber auch im Dunkeln suchen. Und das ist ganz gruselig. Also, tuscheln sich an, aber wenn das Licht aus ist, das ist voll gruselig. Darum geht's. Und du merkst so das Klicken in den Kinderköpfen, die so ja, ja. Eine neue Dimension des Versteckenspiels eröffnet. Okay, dann wollt ihr euch alle verstecken und ich suche das erste Mal. Und ich, oh. Alle nicken. Ich nehme so ein, irgendwie so ein Holzstab oder sowas. Mhm. Da, ja. Jetzt, wo du näher an den Kindern so dran stehst, dich auch mal mit denen unterhalten hast, weil davor hast du nicht so wirklich viel mit denen interagiert. Lass mich dir einfach mal ganz kurz beschreiben, wie die so aussehen. Klar, weil, wie gesagt, klar, das Spiel kann warten. Ja, ja. Nee, Kinder sind ja jetzt per se was Ungewöhnliches eher für euch. Ne? Also in deinem Zirkel waren du und deine zwei Brüder die Jüngsten. Mit Abstand. Also... Da gab es nur sehr viele alte Leute, dann so ein paar Mittelalte und dann lange ihr. Nichts. Genau, lange nichts und dann ihr und ja. Darunter nichts mehr. Und bei den Ador, die waren ja wirklich extrem alt, bis auf, ich glaube, Kadabros, den Kampfmeister, der so, aber selbst dann in Menschenjahren so Ende 40 war, also auch schon mittleren Alters. Und gar niemand Junges. Und hier gibt es einen Haufen Kinder. Also alleine hier in dem Schlafsaal mit dir zusammen schätzt du so 20 Stück. Krass. Und ich weiß, dass es wahrscheinlich noch mehr andere Schlafsäle gibt für Kinder? Oder war, also du hast das schon das Verständnis, so, das sind wahrscheinlich alle, aber okay. Du weißt nicht, ob es vielleicht noch welche in anderen Altersgruppen gibt, weißt du? Weil das die hier auch, noch nicht, nein, nein, die auch noch nicht... Genau, die vielleicht eher so Teenager-Alter sind, aber okay. Jetzt nicht Kinder. Da hast du jedenfalls über den Abend jetzt nicht drauf wirklich geachtet, ja. Aber die Kinder fallen halt auf, weil du sowas selten siehst. Das sind einfach kleine Versionen von Abderin. Sie wirken allerdings schon, also sie sehen sich alle extrem ähnlich. Alle haben dieselben blonden Haare. Manchmal kannst du auch irgendwie biologisch männlich und weiblich nicht so wirklich auseinanderhalten, mhm. Einfach weil die alle ungefähr denselben Haarschnitt haben, alle blond mit dem grünen Stich drin. Und die Kinder tragen zum Großteil dieselben Klamotten. Mhm. Relativ einfache, wie so Tunikas, die ihnen einfach übergeworfen werden und einfach so ein Seilchen zum Zubinden, wie so ein Gürtel. Und da stopfen die alle möglichen Dinge rein in den Gürtel, den sie halt so mit sich rumschleppen, kleine Stöcker oder Gummiflitsche oder was man halt so braucht, ne? Um den Kinderalltag zu überleben. Manche von denen haben auch Spielzeuge, wo man sie besser anerkennt oder Zöpfchen oder ähnliches. Aber wirklich gut auseinanderhalten fällt dir schwer. Zusätzlich, dass die alle sehr, sehr ähnlich aussehen. Die meisten sind wirklich ein bisschen dünn. Das fällt dir jetzt, wo du erstmal mit denen interagierst, richtig so auf. Dass die, wenn die aufstehen, die wirken ein bisschen zittrig. Die haben sehr dünne Ärmchen und Beinchen. Das Gefühl bis jetzt ist nicht aufgefallen, weil diese Tunikas dann doch irgendwie gut verhüllen, dass sie relativ dünne Körper haben. Unterernährte? Du hast nicht das. Also, sie haben auch mitgegessen und mitgefeiert. Du glaubst nicht, dass sie irgendwie unterernährt werden, mhm. Per se. Aber sie wirken schon ein bisschen kränklich auf dich. Okay. Dein Medicine-Wert ist ja auch, du bist da Profession drin und ja. Der ist ziemlich gut. Deswegen sage ich dir das so per se gerade raus. Okay. Alle wirken allerdings begeistert von der Idee von Verstecken im Dunkeln. Ja. Ich will jetzt gerade nicht das unterbrechen, deswegen ich würde so ein Stöckchen von einem der Kinder nehmen, mhm. Aus dem Mittel so. Und ihr habt ja eben gesehen, was ich mit Hex gemacht habe. Wenn ich euch finde, dann mache ich das gleiche mit euch. Ah! Und alle rennen weg. Ja, okay. Ich würde die Kinder... Thaumaturgy, das Licht geht aus.
die Kinder sollen sich ein bisschen verstecken und ich würde halt dieses machen, dass man nicht sofort irgendjemanden findet und erstmal so tun, als würde ich denken, jemand versteckt sich hinter den Vorhängen und aus dem Fenster gucken, ob ich was sehen kann von den anderen Abderinen. Oh nein, du spionierst die anderen aus. Okay. Ja. It was your plan all along. Dann mach mal einen Perception-Check. Das ist es. Mal wieder. 14. Na, es geht. Nicht das Schlimmste. Was war's? 14. Okay. Also die Gebäude der, die anderen Gebäude der, Licentia sind tatsächlich etwas weiter weg von dem, in dem du untergebracht wurdest. Das ist wirklich wie so eine kleine Ansammlung an Häusern, in denen so der Großteil der Party war und ihr wurdet wirklich so ein bisschen weggeführt und euer Haus steht ein bisschen abseits vom Rest der anderen. Dementsprechend guckst du über die nächtliche Lichtung, du siehst so die Sterne am Himmel und die Umrisse von den Gebäuden, du siehst so ein bisschen das Leuchten in den Fenstern von den anderen Abderinen dort. Es fällt dir schwer, wirklich Details auszumachen auf die Entfernung. Aber du hast das Gefühl, die sind alle inzwischen von der Party, von dem Fest in die Häuser gewandert. Okay. Dann würde ich gerne alle Kinder finden. Mach mal einen Perception-Check und ich werfe auf Stealth für die Kinder. Oh. 25. Natural One. Die Kids sind richtig mies da drin, sich zu verstecken. Die haben sich einfach unter ihre Bettdecken gelegt oder unter das Bett gesetzt oder hinter die Tür gestellt. So die Sachen, die so... Einer steht einfach nur im Raum und weint, also es, weil es Angst hat im Dunkeln. Es ist wirklich schwer, die Leute zu übersehen. Okay. Die haben die schlimmsten Spots gewählt, die sie sich ausdenken konnten. Diese grob geschätzten 2,5 Minuten später. Okay, das war... ein guter Anfang. Wisst ihr, wie das Spiel noch mehr Spaß macht und wie es euch auch vielleicht leichter fällt, euch zu verstecken? Alle nicken, wollen mehr Infos wissen. Ich gehe zur Haustür und mach die auf. Wir gehen nicht so weit weg, wir gehen nicht zur Party, aber ihr dürft euch so in 30 Fuß Radius weiter nicht, weil wenn irgendwas passiert, muss ich noch in der Nähe sein. Wir dürfen aber nach nichts raus. Nee, nicht weit raus, nur 30 Fuß raus ungefähr. Die würden merken, wenn... Oh, 120! Die Abenteuerlust der jungen Licentia scheint die Angst vor was auch immer für Konsequenzen das haben kann zu übersteigen. Und du hast sie easy davon überzeugt, draußen verstecken im Dunkeln zu spielen. Okay. Will einer von euch suchen? Wer traut sich? Ich drehe so das Messer dieses Stabes um. Okay, einer von den etwas größeren Jungen nimmt sich das. Ich traue mich. Sehr mutig. Und wenn irgendwas ist, könnt ihr schon Message casten? Alle schütteln den Kopf. Könnt ihr schon irgendwas casten? Alle schütteln den Kopf. Konnte ich in dem Alter irgendwas casten? Du konntest in dem Alter schon einen Zauber. Hat man euch... kann noch kein, habt ihr denn noch keinen Unterricht in Zauberei? Nein. Nö. Du auch nicht? Ich guck den älteren Jungen. Ich bin kurz davor. Wann fangt ihr denn an? Ja, versucht so abzuschätzen, warum du das fragst. Warum, wann hast du das denn gelernt? Also bei uns, wir sind ja auch sehr, bei uns ist das sehr wichtig, das Lernen. Wir fangen damit ein bisschen früher an, glaube ich. Wir dürfen das erst so mit 15. Mit 15? Mhm. Passt das bei mir? Was passt das nicht? Ich konnte ja schon was. Du konntest mit 15 schon lange Dinge. Also bei euch fängt man an mit so... an, so ernsthaft schon erste magische Übungen zu machen. Davor ist es halt viel so Kinderspielerei, aber mit so 4 oder 5 macht man die ersten magischen Übungen und wenn man so praktisch 6 oder 7 wird, hat man meistens schon die ersten kleinen Cantrips, jedenfalls ansatzweise drauf, sowas wie Light. Ne? Also halt sehr einfache Dinge. Okay, das ist, also wir fangen so mit, ich sag doch, wir fangen mit 4 an. Alle gucken sich an, boah, du kannst, dann kann man das dann schon? Die allerersten Sachen kann man dann so mit 7, 8. Hm. So Licht machen zum Beispiel. Und ich mache halt Licht auf diesen Stab, dieses Messer. Ja, gut, das Messer leuchtet, alle gucken das halt. Ja, ist halt nicht beeindruckt anders, an, aber weil sie es selbst nicht können.
Und selbst der ältere Junge wirkt so ein bisschen. Ich frag mal morgen nach, warum ihr das erst mit 15 lernt. Ist denn hier irgendjemand übervoll? Wir dürfen das noch nicht. Ich kann ja mal fragen, warum. Wir müssen erst beweisen, dass wir stark genug sind für die Göttin, dass wir das machen können. Seid ihr immer von Anfang an direkt stark genug, um der Göttin das zu zeigen? Man muss ja nicht stark sein, um zu lernen. Man muss ja erst mit 99 beweisen, dass man für der Göttin würdig ist. Hä? Du siehst so Fragezeichen auf den Gesichtern von den Kindern. Also ihr habt mit 15 schon eine Prüfung, ob ihr der Göttin würdig seid? Na, also nee, wenn du halt 15 wirst, dann wirst du schon stark genug gewesen sein. Wohnt hier jemand, der 16 ist? Alle gucken sich gegenseitig an. 17, 18. Aber wann ist denn das letzte Mal jemand stärker geworden als 15? Ich bin bis jetzt der Älteste, sagt der Arteo. Und du bist 12. 13. 13. Und weißt du... habt ihr denn schon mitbekommen, dass Leute 14,95 waren und dann... Nö, so alt ist bis jetzt niemand geworden. Und was ist mit denen, die gar nicht so alt geworden sind wie du? Die zucken allen mit den Schultern. Die gehen in den Wald, sagen fast alle Kinder gleichzeitig. Alleine? Du siehst Verwirrung, als wäre das Konzept irgendwie. Die gehen alleine in den Wald? Nee, ja, die kommen dann halt nie wieder. Und warum geht da niemand von den Älteren mit, um aufzupassen? Denn die waren ja nicht stark genug, also warum sollte man nach denen suchen? Also die wissen, dass sie nicht stark genug sind und dann werden sie in den Wald geschickt und dann gehen sie in den Wald und kommen nie wieder. Mhm. Und ihr habt nie wieder was von denen gehört. Nee. Die sind ja nicht stark genug, warum sollten wir was von denen hören? Wir müssen der Göttin dienen. Die kleinen Kinder haben übrigens das Interesse verloren, die fangen an mit dem Stock zu spielen, du enthältst dich fast nur noch mit dem älteren Jungen. Und ist das bei euch nicht so? Nein. Wir haben dann musst du ja alle extrem stark direkt von Geburt an sein. Also, streng genommen hatten wir auch keine Kinder mehr seit ungefähr 40 Jahren, aber... Also auch niemanden mehr, der überhaupt 0 Jahre alt war. Hm. Aber du kannst ja total starke Magie schon wirken. Ja, aber das war völlig... wenn ich mit 14 das nicht gekonnt hätte, hätte ich auch nicht in den Wald gemusst. Mein Bruder war 20 und kam mit seiner Magie nicht richtig klar und der musste auch nicht in den Wald. Wo ist der denn jetzt? Der ist bei den Dolor. Ach so, und der Ältere nickt mit Verständnis. Warum schickt man denn eure 14-Jährigen, die nicht stark genug sind, nicht zu den Dolor? Oder 12, 10, 4? Wenn man zu den Dolor muss, dann liegt das ja daran, dass man seine Magie nicht kontrollieren kann. Ja. Ja, man macht ja nichts mit Magie, bevor man zu alt ist. Woher wissen sie denn dann, dass ihr nicht gut genug seid, dass die anderen Kinder nicht gut genug waren für die Göttin? Ich weiß es nicht. Aber woran hast du... Ich dachte, das weiß man einfach. Wer sagt das denn dann immer? Sagen die Kinder das selber von sich? Sagt Mysteria das? Wird da gebetet? Nein. Du siehst ernsthafte Sorge auf dem Gesicht von ihm. Du hast wirklich das Gefühl, und da reicht dein Passive Insight auch easy, dass der noch nie von sowas gehört hat. Ich dachte, die anderen Zirkel machen das genauso. Warum macht ihr das nicht genauso? Es ergibt doch nur Sinn. Ja, ehrlich gesagt, wie gesagt, wir hatten noch nie Kinder, die so klein... Vielleicht weiß ich es auch einfach nicht. Ich habe zwar viel gelernt, aber eher Magie als Zirkelgeschichte. Also vielleicht ist das bei uns allen so. Alles gut. Wollt ihr noch Verstecken spielen draußen? Ein paar der Kids sind einfach durch die offene Tür gegangen und fangen an draußen Fangen und Verstecken zu spielen. Auf ihre eigene Art und Weise. Okay. Hey, der... Wie heißt du? Klar, der heißt... Darfst du dir ausdenken, wie heißt der Junge? Ich habe keinen von meinen random Namen mehr da. Trikan? Klar. Okay. Hey! Versteckt euch alle! Trikan sucht euch jetzt! Du siehst das kurz schaffeln im Unterholz. Natural 2. Diese Kinder sind wirklich nicht gut im Verstecken. Naja, dann verstecke ich mich auch mal, ne? Hm? Du musst die Augen zumachen. Ach so.
Invisibility, tschüss. Eins, zwei. Ich overclocke drei, Invisibility. Vier, fünf. Okay. Sechs. ich bin invisible und gehe straight zu was auch immer, welchem Haus so aussieht, als würde Abraxia da wohnen. Okay, also in Arbeiten vor allem, nicht wohnen. Also sowas wie ein Arbeitshaus? Schwer zu sagen von außen. Die sind alle extrem ähnlich gebaut. Du hast nicht mitbekommen, wo Abraxia hin verschwunden ist. Okay. Du könntest also so versuchen zu scannen, welches das richtige Haus ist, indem du so einfach hier das kurz mal... Ich fange mit dem am schicksten aussehenden an, weil sie ist die Zirkelmutter. Dann mach mal kurz einen Investigation-Check, während du da nachts entlang schleichst. Und ich würde dich auch bitten, einen Stealth noch zusätzlich zu werfen. Du machst das mit Vorteil, weil du unsichtbar bist. Investigation ist 12. Stealth ist... das wäre eine net one gewesen. Während hier gerade die Worts passieren, da wird gefragt, was dieses Overclock-Feature ist. Ich glaube, weil wir hier so ein duales Format hast, können wir das, glaube ich, gerne mal erklären. Vor allen Dingen, weil es auch gerade extrem wichtig ist, weil du das so häufig machst. Ja. Soll ich es mechanisch erklären oder in-game? Erklär mal ruhig mechanisch. Okay. Ihr seht ja, dass da Arcadia hinter Cleric noch drei Fragezeichen stehen hat. Sie ist immer noch ein Cleric, aber ihre Subklasse ist nicht mehr Arcana Cleric, sondern Arcane Fracture. Und das bedeutet, dass sie ihre Magie nicht mehr so ganz unter Kontrolle hat. Dafür aber auch die Magie, das ist das, wenn ich hier auf dieser Random-Tabelle würfel, das ist ähnlich wie bei Wild Magic Sorcerer. Dafür kann sie aber auch mit purer Willenskraft das magische Netz, aus dem ihr Mysteria besteht, zusammenziehen, um einen Spell so stark zu casten, bis hoch zu Level 6, auch wenn sie noch gar keine Level 6 Spell-Slots hat. Den kann sie dann aber bis zur nächsten Short Rest gar nicht mehr casten, deswegen sie overclockt den dann sie... übertaktet ihn. Ja, sie verbrennt den im Endeffekt. Ne? Du verbrennst den Zauber, kriegst ihn dafür noch einmal gecastet und dann kannst du ihn nicht mehr benutzen für eine Weile. Das ist das Overclock-Feature. Das liegt daran, dass die Verbindung zum Mysterium ein bisschen durch Ereignisse zerstört, schrecklich beschädigt wurde. Ja. Okay. Du musst mir nochmal deine Zahlen nennen. Das war ein 14? Ich bin mir nicht mehr sicher. 12 und 12 auf beides. 12 und 12 auf beides, okay. Obwohl, Stealth ist eine 14. Ja, dann war es doch die 14 auf Stealth, okay. Oh! 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 Oh, oh no! Jesus, wo ist es? Ah. Au, au, ich hänge mich im Kabel. No? Und hier ist noch eins. Hallo! Vielen lieben Dank für den Raid an Lurch und Lama und alle von euch 33 Leuten, die hier rüberkommen. Eieiei, seid ihr, oh mein Gott, Hashtag Lula Grüße im Chat. Meine Güte, seid ihr viele. That's a lot of people gerade. Schön, dass ihr da seid. Wir sind hier gerade in einer Special Session. Normalerweise ist das jetzt gerade die Pamera-Kampagne, D&D. Normalerweise sitzen hier ein paar mehr Leute, aber ein Charakter war eine ganze Weile von der Gruppe getrennt. Die gute Arcadia. Hallo. Und wir erleben gerade ein One-on-One-Abenteuer, in dem Arcadia herausfindet, was in einem der seltsamen Zirkel ihres Glaubens gerade für Dinge passieren. Deswegen sind wir auch montags live, was wir sonst eigentlich nie sind. Ja, genau. Morgen geht's um 19 Uhr mit der Pamera-Kampagne weiter, also wenn euch das interessiert. So. Wir waren gerade darin, dass du dich aus deiner Unterkunft, wo du dich mit den anderen Kindern reingestopft wurdest, rausschleichst, dich unsichtbar machst und versuchst, das Haus zu finden, in dem die Hohenpriesterin wohnt. Ja. Du schleichst ein bisschen durch die anderen Häuser des Zirkels und du guckst so ein bisschen in die Fenster hinein, um einzuschätzen, was das für Gebäude sind, was da ist. Von innen sind diese Gebäude alle ähnlich strukturiert wie das, aus dem du gerade gekommen bist. Große, offene Schlafsäle, die relativ schmucklos an sich eingerichtet sind. Du siehst allerdings, anders als bei den Kindern, Ikonografien für deine Göttin, für Mysteria, die überall auf Wandteppichen zu sehen ist. Du siehst auch auf dem Boden praktisch Bannkreise und Beschwörungskreise, die dauerhaft dort eingearbeitet worden sind. Okay. Und du siehst die anderen Mitglieder des Zirkels, die dort vorher in die Pärchen eingeteilt worden sind, die Dinge tun, die wir jetzt nicht erwähnen dürfen, weil das über die Consent-Regeln und über die Richtlinien von Twitch hinausgeht. Kuscheln die im Thema? Die kuscheln im Thema.
Eieieiei. Vielen lieben Dank für die ganzen Follower. Ja, hallo. Ihr seid klasse. Okay. Sieht das für mich so aus, als wäre das etwas Schönes, was sie da tun? Absolut nein. Deine Passive Investigation oder Insight, sorry, deine Passive Insight würde dafür komplett reichen, zu verstehen, dass das, was sie da gerade tun, ist ein Job für die. Also, so wie du dir das in deinen Fantasien vorgestellt hast, vielleicht mit Kona, wo es irgendwie eine schöne Sache war, ist das hier. Es wirkt schon fast methodisch. Also, du siehst auch, dass Abderin, die sich nicht daran beteiligen, praktisch immer wieder durch die Reihen durchgehen, so von Bett zu Bett und Dinge kontrollieren und auf Sachen hinweisen. Ja. Also das geschieht unter Anleitung sozusagen. Das scheint irgendeine Art von Arbeit oder Dienst an der Göttin zu sein. What, ja, Chat, Dinge. Also ich habe mir das nicht ausgesucht. Ich habe mir das auch nicht ausgesucht. Na klar, sicher. Nein, du das, kannst du nicht mir beweisen, dass ich mir das ausgedacht habe. Ja, ich habe das Dokument. ich habe es nie weiter beschrieben. Das ist alles deine DM. Egal. Okay, Arcadia findet das nicht so gut. Ja, das haben wir gedacht. Und? Finde ich auch gut, dass du es nicht gut findest. Würde sich mal so leicht rückwärts bewegen. Oh, never mind. Da sind nur Betten, da sind keine Schreibtische, ne? Nein. Wenn ich so in die anderen Häuser gucke, also wenn ich da so an den Reihen... Ist überall das Gleiche oder gibt es irgendwo ein Tatsächlich Haus? Nicht, nein. Es sind nur so zwei Häuser wirklich, wo das passiert. Und du hast dummerweise genau die zuerst erwischt. Okay. Die restlichen Häuser wirken tatsächlich wie... also relativ normale Klostergebäude, wie du es aus deinem eigenen Zirkel kennst. Okay. Also dort sind Altare aufgebahrt und du siehst Repräsentationen für die Mana-Stränge, die deine Göttin repräsentieren. In einem der Gebäude siehst du wie so ein Innenatrium mit einem goldenen Baum, darin wächst, der so aussieht, als wäre aus tausenden von goldenen Fäden zusammengesetzt worden. Da erkennst du die, sagen wir mal, Ikonografie deines Glaubens schon wieder. Die ist vorhanden. Okay, aus der Situation heraus, Gott sei Dank, Göttin sei Dank, Arcadia würde einfach in das Haus mit dem Baum gucken, ob es abgeschlossen ist. Wahrscheinlich nicht. Nein, ist es nicht. Ich gehe da rein. Bin ja noch invisible. Ja. Und würde einfach mal ganz kurz Stoßgebet an Mysterio absetzen, das schon so 5 bis 10 Minuten lang sein darf. Okay. Du... Was ein Stoßgebet an deine Göttin? Mysteria. Ich würde niemals irgendwas... Also... Könntest du mir irgendein Zeichen geben? So, du könntest zum Beispiel die Kinder, die nicht stark genug waren für dich... Also, gibt's die noch? Oder sind die in den Wald geschickt worden, um... Okay, weißt du was? Bitte mach, dass das morgen alles gut wird. Ich find's gerade ein bisschen gruselig. Bitte pass auf meine Freunde auf. Ich würde gerne morgen mit dir ein längeres Augury durchführen vor der Prüfung. Es wäre richtig toll, wenn du mich anhörst, weil das hier echt ein bisschen gruselig ist gerade, okay? Ja, Mann, D100. 49. Okay. Sprichst dein Stoßgebet. Nichts weiteres passiert. Und dann würde ich mich in diesem Raum aufrichten und umgucken, ob hier irgendwo Bücher, Aufzeichnungen. Auf jeden Fall. Ah. Das hier ist, du scheinst es eines der, oder in das Archiv dieses Zirkels reingestolpert zu sein. Und du kennst dich aus, sozusagen. Die Art und Weise, wie hier die Bücher organisiert sind, das macht ihr genauso bei euch. Ach, gut. Ich suche nach. Sowas wie Stärkekriterien oder Auswahlkriterien. Mhm. Okay. Waldzeremonie. Der Zirkel hat nichts zu verheimlichen. Du findest die Aufzeichnungen über die letzten Jahre der Aktivitäten, die der Zirkel hier gemacht hat.
Das ist sogar, es wirkt so, als würde das Buch regelmäßig benutzt. Ein großer Wälzer, der auf einem Stehtisch zum Lesen angeschrägt, einfach als Studienzimmer praktisch parat steht. Du klappst den auf, findest die Aufzeichnung über die Zirkelmitglieder und du siehst in einer etwas zittrig wirkenden, aber ausladenden, weiten und runden Handschrift. Gut notiert die Geburtenrate der letzten Monde und Lunare, was alles passiert ist, wer geboren wurde, wie die Kinder hießen und ne, also praktisch die ganzen Aufzeichnungen über erstmal so, wer ist alles Zirkelmitglied geworden und wer hat den Zirkel alles verlassen. Hast du mal so ein paar Statistiken, Prozentangaben, auch gerne, Relationen? Ja, also alle 6 Lunare ungefähr wird meistens ein Kind geboren. Ist das, was du so rausbekommst. Und ja, manchmal gibt es das Glück, dass 2 oder 3 in 6 Lunare geboren werden. Das wird dann auch immer direkt schön ausmarkiert und ähnliches. Und wie viele davon gehen in den Wald? Steht das auch? Du findest nirgendwo irgendwie das Schlagwort gehen in den Wald. Aber du hast das Gefühl, das ist erst eine Aufzeichnung, wer praktisch alles Zirkelmitglied ist. Du siehst immer eine aktive Zahl oben rechts an Mitgliedern und die wird manchmal größer, manchmal kleiner, aber du siehst nicht, warum. Das wird anscheinend nicht markiert, jedenfalls nicht hier. Dann kann ich irgendein anderes Buch finden, was halt ein ähnlich dicker Wälzer wäre, zum Beispiel. Ja. Wo halt die andere Seite der Medaille draufsteht, wie viele Kinder sterben. Okay, du kannst versuchen, danach Ausschau zu halten. Mach mal einen Investigation-Check, das ist nicht besonders offensichtlich. 11. Okay. Als du durch die Bücher durchstöberst, ziehst du einen dickeren alten Wälzer heraus, legst den auf die Studie und klappst es auf und du hörst die Stimme von Abraxia hinter dir. Oh. Daran wirst du es nicht finden. Was? Willst du dich sichtbar machen? Ja. Die Zirkelmutter und Hohenpriesterin steht hinter dir. Du bist auf der Suche nach dem hier und sie zeigt dir ein Büchlein. Ein ganz kleines nur, eingeschlagen in rotes Leder. Ungefähr so dick. Nicht so groß. Stehen da die Kinder drin, die in den Wald gegangen sind? Frage ich sie. Das ist eine Ausrede, die wir den Kleinen erzählen. Aber ja, da sind die Aufzeichnungen drin. Ich schlag mal so eine Seite auf. Okay. Du siehst die Sterberate des Zirkels. Die meisten Kinder, als du so durchblätterst, werden nicht älter als 2 oder 3 Jahre. Wenn ihr den Kindern erzählt, sie gehen in den Wald. Wir sagen den anderen, ihre Freunde sind in den Wald gegangen und ändern ihre Erinnerungen daran, dass sie meistens eines ihrer Freunde morgens tot im Bett finden. Tötet Mysteria sie? Nein. Tötet ihr sie? Nein. Tötet. Es ist wirklich schwer, Azimara zu erschaffen, Arcadia. Und wir haben lange daran gearbeitet, die stärksten und die begabtesten unter uns gemeinsam dazu zu bringen, auch die besten Nachkommen zu zeugen. Und nicht. Diese Praxis hat dazu geführt, dass unsere Fehlerquote deutlich höher wurde. Aber ihr habt doch gesagt, ihr habt es verbessert. Mhm. Wir haben es deutlich verbessert. Aber wieso wird dann die Fehlerquote größer, wenn ihr es besser macht? Auch die Erfolgsquote wird höher. Das schließt sich nicht gegenseitig aus. Wir haben mehr Kinder, die erfolgsversprechend sind. Und auch andersrum mehr Kinder,
die sehr früh aufgeben müssen. Es sind zwei Extremen. Statt einem Haufen durchschnittlicher Leute haben wir nun sehr viele Begabte und sehr viele nicht besonders Begabte. Begabt, magisch begabt? Magisch, körperlich, geistig. Alles, was dazu helfen kann, der Göttin zu dienen. Und? Aber ich sehe auf deinem Gesichtsausdruck, dass du es nicht ganz verstehst. Es ist okay. Du solltest das ja auch eigentlich noch gar nicht wissen. Ja. Aber jetzt weiß ich's. Ich habe mir schon fast gedacht, dass du auf Suche gehst, aber ich war nicht schnell genug, dich irgendwo abzufangen. Ich habe eigentlich meine Erfahrung gemacht mit Leuten wie du, also besonders Begnadeten unter den Abderinen. Ihr entwickelt schnell euer Eigenleben. Euer Talent verleitet euch zu Aktionen, die ihr selbst nicht kontrollieren könnt unter Umständen. Ihr geht Risiken ein und ihr stöbert in Dingen rum, die euch nichts angehen. Naja, fast geht's mich an. Ich war nur halt ungefähr ein paar Lunare zu früh. Ist ja jetzt auch nicht. Ja, okay. Die Regeln sind da aus einem Grund. Ich werde es den anderen Kindern nicht sagen, wenn das ist, was du meinst. Da habe ich auch keine Sorge. Jetzt, wo du eh weißt, was mit den anderen Kindern passiert ist. Ich hoffe, du kannst einfach nur unsere Beweggründe nachvollziehen, Akalia. Ja. Aber ich frage mich, ob man nicht besser für die Kinder, denen es dann nicht so gut geht, trotzdem sorgen könnte. Also, wir sind doch stark. Also, wir sind doch starke Magier. Wir können heilen. Warum können wir denn noch nicht auch den Kindern helfen? Jedes bisschen, was wir an einem verlorenen Fall am Ende des Tages verschwenden an Magie, ist etwas, was wir in einen anderen Zweck besser investieren können. Aber ihr habt euch den ganzen Tag irgendwelche Zauberkunststückchen gezeigt. Ich habe euch Zauberkunde gezeigt. Den Spell hätte ich auch benutzen können, um jemanden zu heilen, dem es nicht gut geht. Das ist... Ich habe... Was wir hier machen, wie wir feiern, wie wir uns und unsere Magie herausfordern, das ist der Dienst an der Göttin. Anders als ihr, die gerne, oder wie du es kennengelernt hast, es tut mir leid, ich weiß nicht, ob du bei den Fatum bleiben möchtest, aber anders als die Fatum sitzen wir nicht im stillen Kämmerchen und lernen über die Beweggründe unserer Göttern und die Wege der theoretischen Magie. Wir leben sie, wir probieren es aus, wir fordern uns und uns heraus. Das ist der Dienst, den wir an der Göttin machen. Wenn wir die ganze Zeit unsere Mitglieder dazu bräuchten, andere hier nur am Leben zu halten, die eh ein verlorener Fall sind, könnten wir das nicht mehr machen. Und wir werden auf jeden Fall deutlich, deutlich weniger. Aber, also... Okay. Wir sollten uns auf das konzentrieren, was funktioniert. Aber vielleicht kann man sie ja dann einfach, wenn ihr jetzt hier nicht Krankenschwestern seid... Ich bin nicht hier, um mit dir zu diskutieren, Akalia. Aber es gibt ja andere Leute, die ihnen vielleicht trotzdem helfen würden. Es gibt da so einen Orden, die heißen Venera. Und die sind einfach extra dafür da, um Menschen zu helfen, die gerade auch eigentlich durch den Krieg, glaube ich, aber halt benachteiligt sind und Hilfe brauchen. Und vielleicht könnte man die dann fragen, ob sie nicht einfach so mit uns zusammenarbeiten wollen. Und dann, ob die sich nicht wenigstens kümmern wollen. Oder wir fragen den Sommerzirkel. Die haben super viele alte Menschen, die brauchen ja auch jemanden zum Reden. Vielleicht wollen die sich mehr um die Kinder kümmern. Ihr habt ja auch den anderen Zirkeln gar keine Kinder abgegeben. Vielleicht, wenn jeder sich um ein paar Kinder kümmert, dann können wir uns ja um alle Kinder kümmern eigentlich. Dann müsst ihr es ja nicht alles ihr machen alleine. Die Regeln sind da aus einem Grund. Wir werden bestimmt niemanden an den Sommerzirkel abgeben, der es nicht freiwillig möchte. Aber ja, also, man kann sich ja der Nachwuchs bleibt bei den Licentia. So war es schon immer. Manchmal gibt es Nachwuchs in den anderen Zirkeln, wie dich. Ja. Und dann werden die dazu eingeladen, uns auch kennenzulernen. Aber die meisten Abderinen werden hier geboren. Aber die Regeln haben ja wir gemacht. Also unsere Vorfahren. Wir können die auch noch mal drüber Akalia. Nachdenken, einfach nochmal sprechen. Akalia. Du solltest deine Probe zu Ende bestehen. Wenn du uns und unsere Beweggründe nicht verstehen kannst, kannst du gerne bei den Fatum bleiben. Ich habe noch nicht drüber nachgedacht, wo ich danach hingehen will.
wäre wirklich schade, jemanden wie dich zu verlieren. Deine magische Kraft ist wirklich außergewöhnlich. Also willst du, dass ich hier bleibe? Ich hätte dich ganz gerne hier im Zirkel, wenn du mit deinem Ritual fertig bist. Aber ich bin mir ziemlich sicher, jeder Hohenpriester hätte dich gern in seinem Zirkel. Ja, ich bin ja auch die erste seit einer Weile jetzt. Klar. Aber können wir dann... Also, ich weiß, ich muss morgen erstmal meine Probe bestehen. Vielleicht bestehe ich die nicht und vielleicht gehe ich dann auch in den Wald oder so. Aber, okay, tut mir leid, das war ein bisschen, als ich wollte. Tut mir leid, ich nehm's zurück. Also, was ich fragen wollte ist, Du hast das Gefühl, sie steht so ein bisschen da drüber, aber es ist schon ein anstrengendes Gespräch für sie. Kann man denn nicht, also... Je nachdem, ich hatte schon das Gefühl, dass wenn man erwachsen ist, dass man dann ja auch mehr mitreden darf. Und ist es denn völlig ausgeschlossen, dass wir, nicht wir selber unbedingt, aber dass wir nochmal drüber sprechen, wie das mit den Kindern läuft? Junge Leute haben immer Ideen, wie es besser funktioniert. Auch ich habe diesen Zirkel verändert, als ich zur Hohenpriesterin wurde, und es wird bestimmt irgendwann auch dein Zug sein. Okay. Wenn die Göttin es so will, ist alles möglich. Okay. Arcadia ist sichtlich erleichtert. Okay, das klang gerade so, als wäre das alles so. Okay. Du musst verstehen, dass wir dringend einen neuen Asimar brauchen. Noch eine weitere Krise, wie das erste Mal, als die erste Göttin der Magie starb. Wir bewahren hier gerade die Welt vor einem Untergang. Das stimmt. Ich hoffe, das ist dir klar. Ja. Anders als ein anderer Gott ist die Göttin der Magie einer der Kräfte des gesamten Kosmos. Ja, natürlich. Das wollte ich ja nicht in Frage stellen, natürlich nicht. Dann freue ich mich einfach nur auf deine Prüfung morgen. Mich auch. Ich begleite dich zurück. Okay. Und sammle die anderen ein, die du freigelassen hast. Ja, die sind nicht so gut im Verstecken, die finden wir schon. Nein, die sind wirklich nicht gut im Verstecken. Tut mir leid, dass ich gestöbert habe übrigens. Sie begleite dich wortlos zurück. Verständlich. Und sammelt die wirklich extrem inkompetenten Kinder ein, die schon von, dem älteren Jungen, wie hieß er jetzt? Trikan, zusammengesammelt wurden, der stolz präsentiert, wie er sie alle wieder schon zurück ins Haus gebracht hat. Und siehst, wie Abraxia sichtlich stolz auf ihn wirkt, sozusagen. Ja, ihm auch dazu beglückwünscht, so also ganz toll gemacht, so ihm über den Kopf streichelt. Er wirkt sehr selbstzufrieden mit sich. Ja. Und die Nacht ist, der Rest der Nacht ist deins. Willst du noch irgendwas machen? Ich würde zum Einschlafen noch ungefähr so eine Stunde in dem Buch lesen, dass immer noch Spooky oder ich in 24 Stunden als erster fertig gelesen haben müssen. Mhm. Und Spooky hat die Liste. Okay. Dann würde ich darüber einschlafen, glaube ich. Okay. Dann am nächsten Morgen weckt dich die Sonnenstrahlen und die Abderinen, die zu dir kommen, Du wirst eingeladen, mit den anderen zu frühstücken und den frühen Morgen zu verbringen. Und draußen auf den Feldern wird sich einfach wieder unterhalten. Die Abderinen laufen so ein bisschen durch die Gegend. Du merkst, es wird so ein bisschen Housekeeping betrieben. Also die Reste von gestern Abend werden aufgeräumt und so ähnliches. Und irgendwann sammelt auch Abraxia dich wieder ein. Sagt, wollen wir deine Prüfung umstarten? Klar. Alles klar. Es ist eigentlich relativ einfach. Wie gesagt, normalerweise eine Formalität. Und sie zeigt raus aus dem Zirkel, Gelände hoch, und du siehst so ein bisschen den Waldrand, und dahinter dem Waldrand erhebt sich ein Hügel. Sie zeigt auf die Spitze von dem Hügel. Dort oben auf der Spitze von dem Hügel ist ein kleiner Teich, und in der Mitte von dem Teich wächst eine einzelne goldene Blume. Die sollst du uns bringen. Okay. Gucken wir da alle? Oder ist es diesmal chill? Also, man hat sich so ein bisschen an deine Anwesenheit gewöhnt, aber die Leute gucken so ein bisschen fröhlich vorbei, wenn sie an dir vorbeilaufen.
Du hast das Gefühl, anders als bei den Ador ist die Prüfung hier wirklich kein Riesendeal. Also die Leute machen da nicht so, no, und jetzt müssen wir hier irgendwie okay. heilige Fäden spinnen und sowas, sondern es ist für die so, ja, hier, mach mal dein Ding. Okay. Kurz, ich lebe jetzt einfach damit, dass ich meine Spells nicht geändert habe. Aber ich habe ja ausgerüstet. Etwas sehr Cooles, nämlich natürlich immer noch Fly. Und aus Arcadias beschädigtem Rücken, aus der Corsage, die sie trägt, brechen zwei große goldene Flügel hervor. Durchsichtig schimmernd, weil sind die keine echten. Mhm. Okay, bis gleich. Sie fliegt los. Bis gleich. Du fliegst los in Richtung von dem Hügel. Als du darauf zuhältst, siehst du auch so die Bäume unter dir und dann diese kleine Erhebung. Überall sind diese bunten Kornblumen, die überall diesen Hügel bewachsen. Du siehst so einen kleinen Pfad, der sich da hochschwingt und dann wirklich einen kreisrunden Teich. Und in diesem kreisrunden Teich treibt wie so eine Lotusblüte eine einzelne goldene Blüte in der Mitte. Ich fliege von oben her und versuche okay. Als du ungefähr so 2 Meter rankommst, siehst du wie so einen goldenen Schild, der um die Blüte herum den gesamten Teich einnimmt, als du dagegen stößt. Du nimmst keinen Schaden, aber du merkst den Widerstand. So eine Halbkuppel? Mhm. Ich lasse mich eine Halbkuppel runtergreifen. Ja. Okay, das wäre ja auch zu einfach gewesen. Im Caster Dis... Habe ich Dispel Magic ausgerüstet? Das wäre Level 1, ne? Dispel Magic ist... Boah, vielleicht auch ein Level 2 Zauber. Ist Level 2 oder 3? Ah ja. Ernsthaft, das ist so hoch? Okay, ja. I did not know. Counterspell ja auch, glaube ich. Stimmt. Ich caste Dispel Magic. Okay. Mach eine Probe auf deinen Spellcasting Modifier. Können wir einen Würfel nehmen, der heute noch... Der Zauber, der die Blüte schützt, ist höher als Level 3. Tragische Sache. Natural 20. Nicht dein Ernst! Ja, ja und plus 5, glaube ich. 25. Dice Cam, warte. Nee, kann man echt testen. Ja, okay, das verkürzt die Probe. Oh nein! Du wirkst den Zauber und du merkst, wie sich die Magie von dir ausdrehend über das Netz zieht. Und die ganze Kuppel kollabiert einfach sofort in sich und verschwindet. Das war einfach. Okay. Ich hover nochmal über der Blume. Ja. Und nehm die Blume. Dann ist die Blume in die Hand. Deine Hände werden ein bisschen nass. Du ziehst sie so hoch. Du hast eine goldene Blume. Ich flieg zurück zu Abraxia. Ja. Die ist noch mitten in den Aufräumarbeiten beschäftigt. Und alle schauen ein bisschen überrascht, als du mit der Blume... das ging schnell. So war doch nur... Ich muss doch nur den Zauber aufheben. Du... Was? Du hast gesagt, das ist eine Formalität. Ich habe nur das Schild weggemacht. Ha. Du hast den Zauber aufgelöst, der die Blume schützt. Ja, sollte ich das nicht tun? Doch, doch. Es hätte... Die Probe sollte dir eigentlich... den Kooperation näher bringen, als... Oh. Aber du hast es einfach alleine geschafft und ich meine, daran ist nichts auszusetzen. Ich kann es auch nochmal anders machen. Nein. Okay. Wenn du stark genug bist, die Probe alleine zu bestehen, dann musst du ja nicht auf die Hilfe von jemand anderem vertrauen. Aber trotzdem ist der Sinn der Übung eigentlich, dass man es zu zweit besteht und sie erschafft ihre Spiritual Weapon. Ah. Eine goldene Abraxia, die all diesen sich kurz vor dir verneigt. Einfach ein absolutes Duo, außer dass sie komplett golden ist. Ha. Mit hättest du, aber ist okay. Du hast den Zauber einfach aufgelöst, dann werde ich mal sicherstellen müssen, dass wir das nächste Mal einen stärkeren benutzen. für den nächsten Neuankömmling. Ups. Kein Problem. Die Blüte, nein, nicht für mich. Die Blüte ist immer noch für dich und deine eigene. Arcadia, die dich beschützt auf der Reise. Ein Geschenk, dass du weißt, dass immer jemand an deiner Seite sein wird. Genauso wie unsere Göttin. Habe ich das Gefühl, dass sie erwartet, dass ich meine Spirit Weapon raushole? Sie
erwartet das schon. Okay. Ach so, ja, dann... Oh, hat meine zweite Arcadia jetzt auch die Blume? Komm mal her! Du erschaffst deine Spiritual Weapon Arcadia? Ich erschaffe die glitschende Arcadia. Okay. Wirkt den Zauber. Auf welchem Level castest du ihn? Second Level, ganz normal. Okay. Du musst auf die Tabelle rollen. 96. Ich bin schon dran. Okay. Okay. Auf Second Level einfach, ne? Ja. Ja. Superhelden Arcadia erscheint direkt neben dir mit einem goldenen Funkenregen. Und der große goldene Sprung ist immer noch da und sie glitscht direkt aus. Und du siehst einfach nur die Kinnlade von Abraxia runterfallen. Oh, seit wann ist das so? Oh, wir haben ganz, ganz, ganz kurz die Zeitlinie plötzlich zerstört. Plötzlich um euch herum, du spürst, wie so eine Welle von dir und Superhelden Arcadia ausgeht. Wie so ein leichten Druck, der so die Atmosphäre um euch herum irgendwie zusammenziehen lässt. Und du siehst, wie sich das eh schon ausgemergelte Gesicht von Abraxia so leicht verändert. Du siehst ihre Haut weiß werden. Man erkennt ganz klar die Adern, die so unter ihrer Haut fließen, in tiefem Rot pochend. Oh no. Du siehst, wie dasselbe bei dir der Fall ist und bei allen Abderinen, die so ungefähr 30 Fuß um euch herum standen. Nein. Und du merkst, wie alle von denen so kurz sich anschauen und super in der Karte also glitscht. Seit wann hast du? Seit ein paar Tagen, einer Woche, einem Monat. Wir haben ganz kurz so eine Zeitlinie zerstört, also unsere. Und Arcadia hat, ich habe mit der magischen Magie die Zeit repariert. Also versucht, dass es nicht noch schlimmer wird. Und dann... Ach, Göttin, hilf dir ab. Oh nein. Was? Es ist okay, Arcadia. Es ist wirklich meine Schuld. Ich hatte Hoffnung in dich. Das ist kein so Problem, was sich so einfach lösen lässt. Aber was auch immer dazu geführt hat, und wenn du mit der Zeit gespielt. Aber ich kann doch trotzdem alles, was ich kann. Die drei Säulen des Kosmos. Materie, Zeit, Magie. Und du hast zwei von denen kreuzen lassen. Anscheinend. Also eigentlich hat sie nur einen Hebel festgehalten in so einem Fluss aus Zeit und dann... Ist okay, du hast die Prüfung bestanden. Du musst sofort zu den Ador. Es sollte in den Dolor. Du musst sofort dorthin. Warum? Das hier, und sie zeigt auf so die brüchige Superhelden Arcadia, die weiter von einer Stelle zur anderen glitscht. Und sie zeigt auf ihre, sie reibt sich so ihre Hände aschfahl und weiß, auch deine Hände komplett weiß mit dem, du siehst wirklich deine Adern dadurch. Magie blutet durch sie und dich in diese Welt. Es ist unkontrolliert. Aber es ist auch stark. Es ist wirklich sehr stark. Ja, aber auch komplett ohne irgendeinen... Du hast das nicht hier gewollt, oder? Nein. Das war nicht dein Einfluss. Nein. Das ist ein ernsthaftes Problem. Du kannst uns und unserer Göttin damit schaden. Du solltest gucken, dass du so schnell wie möglich bei den Dolor bist. Du meintest, du reist mit einer Gruppe? Mhm. Das ist schon mal gut, die können auf dich aufpassen. Wir können dich nicht direkt zu den Dolor schicken, aber wo sind die gerade? Im Venera-Tempel, irgendwo östlich von westlich von Erdtex. Okay. Aber okay. Kannst du mir nicht wenigstens erklären, warum ist das denn so schlimm, Magie und Zeit zu kreuzen? Ich meine,
Ich meine, vielleicht macht das Mysterium ja auch stärker. Nein, die Dolor werden es dir erklären können. Du solltest erstmal die Dolor aufsuchen. Muss ich dann für immer? Deine Freunde sollten sicherstellen, dass sie dich dorthin bringen. Muss ich für immer bei den Dolor bleiben, wenn ich jetzt zu den Dolor gehe? Sie werden dir auf jeden Fall helfen können. Muss ich dann für immer da bleiben? Darf ich nicht mehr in den Zirkel hier kommen? Du hast das nicht seit Geburt. Du hast es selbst verursacht. Ja. Dann stehen die Chancen gut, dass es rückgängig zu machen ist. Wenn dir jemand helfen kann, dann die Dolor. Das ist ihr gesamter Zweck, dieser Zirkel. Sie werden das für dich machen können. Du brauchst nur die Hilfe in dem Internat. Okay. Ich guck mal in die Runde, sind alle so schockiert? Oder ist gerade schiebt sie alleine einen Film auf? Nein. Also die Leute sind wirklich stehen geblieben, haben, egal was sie getan haben, gerade entweder fallen lassen oder... Und du siehst, was dann? Mach mal einen Insight-Check. Passive Insight ist 18. Ja, ja, aber das ist wäre jetzt gerade, weil du aufgewühlt bist, würde ich Passive gerade mal nicht gelten lassen. 13, okay. Wenn nicht unbedingt... Es ist schon eine, im Vergleich zu gestern eine extrem veränderte Emotion von nicht direkte Abneigung, aber schon Ablehnung, die du auf den Gesichtern der Leute siehst. Du siehst, wie die ersten paar anfangen miteinander zu tuscheln. Okay. Es tut mir wirklich leid. Ich wusste nicht, dass deine Magie wirkte so stark und jetzt weiß ich auch warum. Das ist wirklich mein Fehler. Ich hätte es vorher erkennen müssen, dass das dass deine eigentlichen Fähigkeiten übersteigt. Dann ich hätte wissen müssen, dass irgendwas ich im Busch ist. Ich war auch vorher stark, bevor das passiert ist. Es ist komplett meine Schuld. Ich kenne die Leute in dem Kloster nicht besonders gut. Ich werde gucken, dass ich jemanden organisiert bekomme, der ich dahin schicken kann. Und über den Verlauf der nächsten halben Stunde sucht sie einen der Abderinen, der sich ein bisschen besser in Zelnov auskennt. Und die würden Anstalten machen, dich dann zum Kloster zu teleportieren. Ich muss mich noch kurz... Ich würde mal Hex, Sumon oder Arkis suchen, wer immer mir zuerst begegnet. Ich würde sagen, dann Hex. Hex? Ich muss gleich weg. Ja. Alles okay? Ja, alles gut. Was willst du? Ich habe ja meinen Esel mitgebracht. Ich wollte fragen, ob du und deine Freunde euch um ihn kümmern könntet. Ah ja, nee, dein Esel. Ja, wir können uns drum kümmern. Ist vielleicht auch ganz gut, wenn er nicht in deiner Nähe ist. Er ist mal gestorben. Ich habe ihn wiederbelebt. Ja, das habe ich. Das kann ich mir denken. Ja, gut, dann würde ich den Rest der halben Stunde, in dem sie den auftreiben, nutzen, um mich von Lucky zu verabschieden. Okay. Und meine Sachen zu holen. Der arme Lucky versteht nicht so wirklich, was passiert. Ich schnapp mir von irgendwelchen Resten von gestern ganz viele Äpfel und gebe sie ihm und umarm ihn. Hex? Mhm? Wir sehen uns ja bestimmt alle bei der Zeremonie oder irgendjemand kommt, dann könnt ihr mir ja bestimmt zurückbringen. Mit Sicherheit. Viel Erfolg! Meint er das ernst? Insight. 27. Nee. Warum glaubst du nicht, dass... Du meinst es nicht ernst. Doch, doch. Nee. Du kriegst das mit Sicherheit hin. So wie alle anderen. Didi. Er winkt zu. Oh, ich sag Lucky tschüss. Ich kuschel ihn ganz fest. Lucky geht super, by the way. Die Leute waren super nett zu ihm. Er weiß nicht, dass... Also er scheint nicht so wirklich zu verstehen, dass du für länger weg bist. Ich flechte ihm noch so eine einzelne Strähne von seiner Mähne, keine Ahnung. Und mach daran... Eins meiner goldenen Haargummis fest, meiner goldglitzernden Haargummis. Okay.
Und dann würde ich zurück dahin gehen, wo die sich gerade fertig machen, mich zu teleportieren. Mhm. Ich würde sagen, auch ohne große Verabschiedungsformeln. Es wird ein Zauber gesprochen. Denk dran, die Dolor werden dir helfen. Ich werde bei ihnen auch nachfragen, ob du angekommen bist. Und dann löst sich Arcadia ein goldenes Licht auf. Und dort beenden wir diese Session. Jo! Mit einer maximal uffinkten, Ende. Holy shit! Hallo, liebe Leute da draußen! Bonjour! Ja, so geht das normalerweise auch bei uns ab. Schön, hallo, nett, dass auch die, die zum ersten Mal vielleicht uns schauen, das jetzt gerade mitbekommen. Ja. Elastobelastung geht's hier richtig zu. Ja. Ich habe aber erstmal ein paar Leuten Danke zu sagen. Und zwar allen voran Clamdea, Sparra Fossil, Wasabi 85 und Hollywood Gaming Arts für ihre Follows. Dankeschön, schön, dass ihr da seid. Dankeschön, Krell, für dein Prime-Abo. Du bist jetzt schon 3 Monate dabei. Vielen Dank auch an Forschi für sein Stufe 1-Abo. Jetzt genau 12 Monate dabei. Und Forschi hat uns eine Nachricht dazu geschrieben. Stahlblaue Stretch-Jeans-Strümpfe strecken staubige Stretch-Jeans. Staubige Stretch-Jeans strecken stahlblaue Stretch-Jeans-Strümpfe. Ich hasse dich, Forschi. Das war's wert. Fühlt euch alle gedrückt, ihr Lieben, und danke für eure Arbeit. Vielen lieben Dank, Forschi, für dein Abo und dass du schon so lange dabei bist. Und wir hoffen auf ein weiteres Jahr. Dann haben wir natürlich Lurch und Lama, die mit 33 Leuten rübergeradet sind. Vielen Dankeschön. Dank an Jens von Lurch und Lama, wenn du gerade noch zuschaust. Das freut uns sehr. Und natürlich haben wir die ganzen Follower, die von Lurch und Lama mit rübergekommen sind. Die ganzen Lulas. Schön, dass ihr da seid. Und vielen Dank natürlich an Kojak81, an Skava83, an Kamikaze013, an Grasshopper Maus, an Totte1202, an Ben Riley, an Patty3005, an Regenbogenkrieger für eure Follows. Schön, dass ihr da seid. Ja. Und natürlich, Chelteran hat direkt mal 5 Abos an die Community verschenkt, um das Ganze noch rund abzurunden. Vielen Dank dafür. Leute, das ist extrem guter Support für so eine reine Mini-Session, die wir gerade noch reingeschoben haben, weil Kati zwei Wochen im Urlaub war. Also, ich will nicht sagen, es war es wert, weil ich habe auch wirklich 2 fantastische Sessions verpasst, aber... Du hast 2 extrem gute Sessions verpasst. Die Pamera-Kampagne läuft ja jetzt schon eine Weile. Und unsere letzten 2 Folgen waren allerdings der Hammer. Deswegen würde ich empfehlen, abzucatchen. Am besten, wenn ihr gerade erst reingestolpert seid, geht es natürlich auf unserem YouTube-Kanal oder auf Spotify. Da könnt ihr die gesamte Pamera-Kampagne nachschauen oder hören. Wir haben auch ansonsten auf unserem YouTube kleinere Abenteuer, wie zum Beispiel die Teleport-Taverne. Die geht nur 10 Sessions lang. Wenn ihr sagt, 45-Folgen-Kampagne ist mir vielleicht gerade ein bisschen zu viel. kann ich das ganz gut verstehen. Das nächste Mal live sind wir übrigens morgen um 19 Uhr, Dienstag 19 Uhr, mit der Pamera-Kampagne, wo dann genau hier der Anschluss passiert, als Arcadia zur Gruppe teleportiert wird. Und die Gruppe wird dann ein bisschen eine Zeit verbringen bei dem Kloster von Mika, einem anderen Charakter. Und dann aufbrechen in Richtung der Dolor. Nicht nur, weil dort jetzt Arcadia hin muss, angeblich, sondern weil die Gruppe da vorbeischauen muss. Das trifft sich ja gut. Und dann sind wir live am nächsten Donnerstag, das ist also in 3 Tagen, um 19 Uhr auch wieder. Und da streamen Cindy und ich einen Pamera-Kartenbaustream. Da basteln wir weiter an der Kampagnenkarte, die hier den Kontinent abbildet, wo sich die Gruppe die ganze Zeit rumtreibt. Das ist eine Homebrew-Welt, die von mir erschaffen ist. Und da droppe ich Lore und Wissen zur Welt, während ich Cindy dabei zuschaue, wie sie das alles in eine wunderschöne Karte verwandelt. So. Ich glaube, das sind alle Streams, die wir noch diese Woche machen. Ne? Noch 2 Mal. Ja, genau. Du bist 3 Mal diese Woche live. 3 Mal diese Woche live. Das ist auf jeden Fall spannende Sache. So. Ja. Wenn ihr gerade zugeguckt habt und auch wenn ihr uns schon länger guckt, sagt uns auch gerne auch mal im Discord, wie ihr das so findet mit 2 Leuten, weil das war jetzt heute echt ein Experimento und ich glaube, wir waren beide ein bisschen aufgeregt, das so zu machen. Ja. Also sagt gerne Bescheid, ob das doof war oder gut oder Verbesserungsvorschläge und ja. Wir am besten Discord, wie gesagt. Ja. Da nehmen wir das alles an. Ansonsten, wenn ihr nichts verpassen wollt, wenn wir live sind, ist unser Instagram die beste Art und Weise, uns zu folgen.
Und wenn ihr das so cool fandet, dass ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr es natürlich mit dem Prime-Sub machen. No. Oh fuck, wie machen wir das jetzt? Du bist uns. Ich suche einen Geldbeutel. Also, ein Prime-Sub, wenn ihr Prime Gaming habt, könnt ihr einmal im Monat kostenlos einen Creator abonnieren. Da nehmt ihr dann 2,50 Euro aus Jeff Bezos persönlichem Metallportemonnaie dort und packt es hier in unseres und das kostet euch gar nichts. Also einfach nur 2,50 Euro 1A Diebstahl. Auf jeden Fall der beste Klau, den man machen kann. Ansonsten könnt ihr uns natürlich aber auch gerne unterstützen mit einem normalen Abo oder indem ihr die eine Community verschenkt. Oder ihr schaut mal auf unsere Wishlist vorbei. Oh, ja. Unter dem Hashtag Jeff Bezos auch mal was zurückgeben bei den ganzen Diebstählen. Kann man uns über Amazon Dinge kaufen, die diesen Stream direkt verbessern würden. Ja, ansonsten habe ich eigentlich nichts mehr zu sagen, außer vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es genauso gut gefallen wie uns. Ich fand die Session nice und wir sehen uns dann morgen, 19 Uhr, bei der Pamera-Kampagne. Wir raiden auch noch, stimmt. Wir raiden noch Leute weiter. Lasst denen ein Follow da, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und sagt liebe Grüße von uns. Am besten mit den Arto-Herzen-Emojis, wenn ihr sie habt. Und ansonsten einfach laut Arto-Raid schreien. Fertig. Das reicht. Ja, klare Anweisung. Klare Anweisung. Arto-Raid. Let's fucking go und bis dann.